Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum großen Alles Hasbro Spotlight. Heute geht es um Transformers, um WWE-Figuren und natürlich um Star Wars. Und wir fangen direkt an mit den Highlights der Neuankündigung von Hasbro. Und da ist natürlich Star Wars ganz, ganz groß mit dabei. Ja, und ihr seht schon, der kleine Roboter aus Obi-Wan. Das ist wieder so ein Geniestreich. Es ist ein super simples Design, das so ein bisschen wie so ein Insekt anmutet. Ja, und das wird natürlich mit Sicherheit ein Kassenschlager. Die Leute werden sich den holen, werden ihn feiern. Es ist einfach ganz, ganz toll. Leias kleiner Roboter. Ganz niedlich, wieder mal echt super. Also da muss man echt den Designern wieder mal sagen, da habt ihr wieder was richtig gemacht. Sie haben es mit BB-8 schon richtig gemacht, damals mit R2 und natürlich auch mit den Porks und Babu Frick oder wie der Kleine hieß. Also mit allen möglichen kleinen, süßen Charakteren, da machen sie alles richtig. Grogu natürlich, keine Frage, ein Meisterwerk. Und auch hier, auch der wird sich wieder wie geschnitten Brot verkaufen, da bin ich ziemlich sicher. Ja, dann gibt es einige neue Black Series Figuren und zwar natürlich auch zu Obi-Wan, keine Frage. Wir haben hier einmal den Grand Inquisitor, den großen Inquisitor. Ja, und da gab es natürlich direkt Stress, weil der bei Obi-Wan einen viel zu kleinen Kopf hat. Der müsste normal so einen langen Kopf haben. Zumindest hatte er das bei Rebels und auch der Charakter dieser Rasse aus der Prequel-Trilogie hatte einen etwas längeren Kopf. Aber mein Gott, was regt ihr euch eigentlich auf? Der hat es doch gut gemacht und sah auch völlig okay aus. Also ich finde, der hätte jetzt nicht so einen Meter langen Kopf haben müssen. Das passt auch so schon. Ja. Dann gibt es natürlich hier noch den, was ist das, der vierte Bruder? Nee. Der vierte Bruder, glaube ich. Die haben alle so komische Namen. Dritte Schwester, vierter Bruder, siebter Onkel und deine Tante von gestern war auch mit dabei. Naja, und das ist auf jeden Fall der vierte Bruder. Und ja, der will natürlich unbedingt Kalif werden anstelle des Kalifen. Ach nee, das war ein anderer. Der wird auf jeden Fall dargestellt von dem Typen, der den Hahn spielt aus der Fast and the Furious-Reihe. Habt ihr vielleicht gar nicht gewusst. Ja, auf jeden Fall auch ein ziemlich cooler Charakter. Die ganzen Inquisitatoren sind ziemlich cool. Auch sie hier. Reva, die dritte Schwester. Ja, auch die ist super und ich finde, die Figur hat eine unglaublich gute Likeness, also das haben sie richtig gut hingekriegt, sieht super aus, total geil, also eine wirklich schön gemachte Figur, kann man nicht anders sagen, also da passt halt echt alles. Von der gibt es auch noch eine Vintage-Line-Figur, das ist dann eine kleinere Variante in 3,75 Zoll, mit schön hier hinten, also schöner Karte und so, das ist dann halt wieder diese Standard-Variante, die ist dann natürlich etwas weniger detailliert, sieht aber auch super aus. So, dann haben wir noch die siebte Schwester. Ich glaube, es ist die siebte Schwester. Das ist wieder Black Series. Auch die sieht natürlich fantastisch aus. Das kann man auf jeden Fall machen. Sehr schick, das Ganze. Von der hat man jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gesehen in der Obi-Wan-Serie. Von daher, aber schön, dass da eine Figur kommt. Ich finde es ja eh immer toll, wenn auch so für Nebencharaktere Figuren kommen. Dann kommt ein Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Ja, auch der sieht natürlich super aus, keine Frage, ist, als Black Series Figur passt das. Ich frage mich eigentlich, wie der jetzt in den nächsten 9 Jahren, er hat noch 9 Jahre bis zur Episode 4, so altert, dass er dann so grauhaarig ist wie Alec Guinness in Episode 4. Wir werden sehen. Ich glaube, vielleicht werden wir es auch nicht sehen. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, und es gibt natürlich noch einen Darth Vader, der natürlich zur Obi-Wan-Serie passt. Auch das ist klar, das musste sein. Finde ich auch super, sieht toll aus und um Darth Vader kann sich einfach jeder hinstellen, das muss. Ja. Gab aber nicht nur Sachen zu Obi-Wan noch, es gab auch noch ein paar andere Charaktere. Wir haben hier zum Beispiel einen Han Solo in Alt aus Episode 7. Auch der sieht natürlich fantastisch aus, wenn man Han Solo-Fan ist. Und dazu gibt es auch noch einen passenden Chewie. Kann man sich schön nebeneinander stellen, das läuft dann, ist eine gute Sache. Und natürlich gibt es auch noch andere schöne Charaktere aus der klassischen Trilogie. Wir haben hier einmal Prinzessin Leia als Boosh, der Bounty Hunter. Das war eine Szene, das hat mich damals super überrascht. Also, als ich es damals zum ersten Mal gesehen habe, da wusste man ja nicht, dass da Prinzessin Leia hintersteckt. Und dass der kleine Bounty Hunter da ankam und sagte, ich habe einen Thermaldetonator und alle hatten Angst und er hat dann seine Kohle bekommen. Und er hat Chewbacca vor allen Dingen gefangen, das fand ich ziemlich spannend. Und ja, als sie dann ihren Helm abnahm, nachdem sie Han Solo befreit hatte aus dem Carbonit, das war schon, war schon gut. Hat gefallen. Ja, dann gibt es einen Großadmiral Grand Moff Tarkin. Ja, Peter Cushing, unvergessen. Ganz, ganz großartig. Der eigentliche Bösewicht von Episode 4, der damals noch mit Darth Vader schimpfen durfte. Und, ne, damals war das noch so. Da war das in der Hierarchie noch anders geplant gewesen. Ja, Peter Cushing,
Wusstet ihr überhaupt, dass Charaktere, die jetzt bei Disney, entweder bei Marvel oder bei Star Wars mitspielen, ihr Gesicht einscannen lassen müssen komplett? Damit die das später nochmal benutzen können. Ja, das Disney vermarktet das ganz heftig. Sorry. Hier ist dann noch so eine Verhördrohne mit dabei. Finde ich auch ziemlich cool. Aber Tarkin sieht natürlich fantastisch aus. Also, das ist auch ein Charakterkopf. Ganz, ganz klar. Also, coole Figur, cooler Typ. Mega. Ja, dann haben wir einen anderen coolen, und zwar Darth Maul. Ihr erinnert euch, der ist in Episode 1 in zwei Hälften geschnitten worden, aber er ist dabei nicht gestorben. Fragt sich, wie Mace Windu so leicht aus dem Window gefallen ist und deswegen, das kann eigentlich nicht sein, der lebt bestimmt auch noch. Auf jeden Fall haben sie bei Darth Maul dann die untere Körperhälfte auch durch irgendwelche künstlichen Beine ersetzt. Das ist alles gar kein Problem. Dem geht's gut, kann wieder laufen, kann wieder kämpfen. Der ist dann auch immer mal wieder aufgetaucht in verschiedenen Serien. Er war auch, glaube ich, ursprünglich geplant für Obi-Wan Kenobi. Aber das hat man wahrscheinlich dann verändert und jetzt ist es halt zu Darth Vader geworden, was ja auch besser passt, ne? Darth Maul kommt ja vielleicht trotzdem noch vor. Wir werden sehen. Also, ich habe noch nicht alle Folgen gucken können, logischerweise ihr auch nicht. Noch ist es nicht so weit. Wer weiß, was passiert und vielleicht kommt ja doch noch eine zweite Staffel. Auf jeden Fall, Darth Maul, ziemlich cooler Charakter. Ja. Das passt. Das ist auch eine coole Figur auf jeden Fall. Dann kommt ein Scout Trooper im Riot Outfit, also mit hier Schild und so einem Stab. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Gaming Greats ist, weil aus den Filmen kommt er mir nicht bekannt vor. Diese Scout Trooper Helme, das sind ja normal die Speederbike-Fahrer, kann mich nicht erinnern, so einen jemals gesehen zu haben. Jo, aber gut, was weiß ich schon. Ja, sieht auf jeden Fall super aus. Trooper gehen immer klar, so Scout Trooper auch. Ich mochte die auch schon immer mit ihren Speederbikes damals, das war schon cool. Dann kommt eine Jedi auf euch zu in der Black Series. Und zwar die blaue Twi'lek, die ihr vielleicht aus Episode 3 kennt. Als Order 66 ausgeführt wurde, war sie mit dabei. Ja, tragisches Ende hat sie erhalten und jetzt kommt eine Figur dazu. Ja, kann man machen. Sieht super aus. Also ich finde auch, dieser Charakter ist echt gut gelungen, das Weiß zu gefallen. So, zum Abschluss von den Star Wars News habe ich noch den Vintage Collection Obi-Wan auch zur Obi-Wan-Serie für euch. Das ist dann auch wieder eine etwas andere Art der Figur, eben diese Vintage Collection. Auch super cool, finde ich total nice. Kann man sich hinstellen, wenn man da Bock hat, aber die sammelt man dann ja normalerweise eher auf Karte. Ja. Dann gab es noch ein bisschen was von Marvel Neues. Und zwar gibt es eine neue Buff, die irgendwie, die gehört irgendwie zu der Fernsehserie, zu den Fernsehserien. Also das ist eine Buff, ihr seht ihn hier, ne? Das ist auf jeden Fall der Infinity Stone Ultron aus What If. Und den könnt ihr zusammenbauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, das ist so, ja. Kann sein, dass ich jetzt total einen Quatsch rede, aber ich meine, das ist so, dass das die Buff-Figur ist, die ihr mit so einer Television-Wave zusammenbaut. Da sind dann Figuren, die aus den verschiedenen Fernsehserien stammen. Und da hat man den Buff jetzt schon mal vorgestellt. Finde ich fantastisch. Hätte ich auch Bock, zu den zusammenzubauen, aber ich glaube, da wird es natürlich wieder nicht zu kommen. Ja, total cooler Charakter. Hat mir in What If auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Eins dieser Teile ist auf jeden Fall bei der Kamala Khan mit drin. Das ist hier Miss Marvel, basierend auf der neuen Serie dieser Charakter. Sieht natürlich super aus, Kostüm super, wirklich gut gelungen. Also exakt so, wie man das aus den Comics kennt. Irgendwie die Superkräfte hat man leicht verändert, habe ich gehört. Aber auf jeden Fall ein toller Charakter. Ich habe die Serie bis jetzt noch nicht gesehen. Ich freue mich aber drauf. Ich will mir das auf jeden Fall angucken. Ja, was kann man zu ihr noch sagen? Ja, mit der erste muslimische Superheld, den Marvel zu bieten hat, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall ein bemerkenswerter Charakter. Super Sache. Ich bin gespannt, wie die Serie sein wird. Und ja, wenn da noch mehr kommt, umso besser. Dann haben wir noch Transformers News, zumindest eine. Und zwar gibt es ein Crossover zwischen den Transformers und G.I. Joe. Und da haben wir Bumblebee, der etwas seltsam aussieht. Ihr seht schon diese grünen Teile, das wirkt etwas merkwürdig, aber es ist eindeutig Bumblebee, so wie wir ihn kennen. Und dann ist da noch einer von den G.I. Joes mit dabei. Aber immer ein ziemlich cooles Ding. In Roboterform sieht das schon wieder fantastisch aus, feiere ich sehr. Und als Fahrzeug sieht das natürlich auch super aus. Schaut euch das an, das ist dann so ein kleiner Buggy, so ein Jeep. Mega geil. Also auf jeden Fall wieder super cool und ich mag ja diese Crossover sowieso. Ich zeige auch nachher noch welche. Ja, da werdet ihr nachher noch ein bisschen was zu sehen bekommen. Großartig. Also wirklich
wirklich ganz, ganz cool. Ich bin gespannt, vielleicht findet er auch den Weg zu mir hier, dann werde ich ihn natürlich auch nochmal im Einzelnen zeigen. So, aber das war's jetzt erstmal mit den Neuigkeiten aus dem Hause Hasbro. Jetzt wird's richtig lustig, liebe Leute, denn jetzt geht's weiter mit der Figur des Tages. Jawohl, und zwar ist das Paz Vizsla aus der Serie The Mandalorian und das ist eine Black Series Figur von Hasbro. In der Carbonized Edition. Das heißt, der ist dann auch noch carbonized. Ziemlich cool. Den will ich euch hier nicht vorenthalten. Figur des Tages. Ja, gibt jetzt hier keine große Review. Ich werde ihn gleich einmal auspacken und dann zeige ich ihn einmal aus der Nähe. Und das soll dann hier auch für die Figur des Tages reichen. Auf jeden Fall super genial. Ich finde den total toll. Ich mag aber auch dieses Black Series Design. Gefällt mir sehr, sehr gut mit den Grafiken hier auf der Seite. Und dann in diesem Falle halt auch, dass das diesen Metallic Look hat. Und die Figur selber sieht natürlich super aus. Ich bin gespannt, wie sich das verändert. Denn Hasbro verändert aktuell die Verpackungsdesigns und will weniger Plastik dabei haben. Dann bin ich gespannt, wie sich das bei der Black Series, wie das dann aussieht. Aber jetzt haben wir hier auf jeden Fall noch das Sichtfenster mit dabei. Ich packe sie mal eben schnell aus und zeige ihn euch aus der Nähe. Und da ist er, ausgepackt und vorgezeigt. Schaut ihn euch an. Eine fantastische Figur. Ja, Jon Favreau steckt dahinter. Den Namen solltet ihr schon mal gehört haben. Ja, und das ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass der sich da selbst auch nochmal in der Form verewigt hat und dass es da jetzt sogar Figuren zu gibt. Ja, was mir hier aufgefallen ist, er hat natürlich ein super heftiges Backpack mit dabei, mit dieser wunderbaren Waffe. Ja, und es ist gar nicht so einfach, ihm die vernünftig in die Hand zu legen, denn irgendwie sind die Griffe alle an Stellen, dass er nicht wirklich zugreifen kann. Das kriegst du irgendwie nicht hin. Man kann es machen, aber ich habe selbst auf den Stills gesehen, die von Hasbro selber kommen, dass die auch nicht so recht wussten, wie sie ihm das Ding in die Hand legen sollen. Das ist schon sehr, sehr witzig. Aber die Figur ist wirklich, wirklich großartig gemacht. Schaut sie euch mal von hinten an, hier mit dem... Ja, ich will nicht sagen Cape, das ist ja kein Cape, aber ne, mit dem Shorts hinten, damit er da nicht auf... Ja, weiß ich nicht. Zum Sitzen ist vielleicht angenehmer. Ich weiß es nicht. Er hat dann hier halt der Anschluss am Arm. Das ist auch witzig gemacht. Zu seinem, ja, das wird dann ein Flammenwerfer sein oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was der so gemacht hat in der Serie. Ob der da Flammen, ich glaube, es war eine Art Flammenwerfer, oder? Oder so eine Plasmakanone, keine Ahnung. Aber das ist halt auch sehr cool gemacht. Schaut mal, die ist dann hier noch so verbunden. Ich muss mir The Mandalorian tatsächlich demnächst nochmal wieder angucken. Ja, aber man kann das machen. Ansonsten hat man hier halt die Möglichkeit, mit so einem Stift das Ganze hinten dran zu setzen. Ja, und dann kann man den halt irgendwie so darstellen. Ich finde es dann so witzig, dass er dann so aussieht, als würde er an seinem Gerät rumspielen. Ja, eine sehr coole Figur auf jeden Fall. Es gibt den auch noch scheinbar mit einem abnehmbaren Helm. Also ich kann den Helm hier jetzt nicht abnehmen. Zumindest kriege ich es nicht hin. Ich weiß nicht, ob das... ich glaube nicht. Es ist noch eine weitere Variante im Umlauf, wo der Helm abnehmbar ist. Das ist ja auch die Carbonized-Version. Und das Ding ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich finde es so geil, dass ich den gewonnen habe. Einfach mega. Freue mich immer noch drüber. Der wird jetzt dann ins Regal gestellt. Und ja, Figur des Tages. Eindeutig. Kommen wir zum ersten draufgekickt. Und zwar habe ich hier für euch das Forgotten Realms 2-Pack mit Drizzt und Guinevere. Ja, kenne ich persönlich tatsächlich von Hörspielen, die fantastisch gemacht sind mit der Stimme von Kiefer Sutherland als Drizzt. Großartig, solltet ihr euch mal anhören. Und als ich gehört habe, dass es dieses Set gibt, habe ich direkt angefragt. Ich sage, bitte, 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 ich möchte das zum Zeigen haben. Ja, und dann kam ja dieses wunderbare Paket von Hasbro zur Eröffnung von Hasbro Pulse. Und dann lag das einfach mit dabei. Und ich könnte euch, ich bin wirklich happy deswegen. Nochmal vielen Dank, ja. Ja, schönes Set mit einer sehr, sehr schönen Verpackung auf jeden Fall. Ihr seht schon, das reflektiert und glänzt alles. Sieht alles super aus. Auf der Rückseite hat man dann hier im Prinzip nochmal so eine Grafik eingearbeitet in so einem etwas dunkleren Ton. Das sieht auch total super aus. Ja, und dann kann man das hier so nach oben abziehen. Zack. Und dann sehen wir auch schon das Figurenset. Wunderschön. Brauche ich jetzt nicht aus der Nähe zeigen. Ich pack's gleich aus. Keine Panik. Und auf der Rückseite haben wir nochmal eine weitere schön gezeichnete Grafik. Und da ist er, Drizzt d'Urden. Ja, mit einem etwas finsteren Blick. Und es scheint etwas windig zu sein, denn seine Haare wehen ein wenig. Ja, das ist ein Dunkelelf, deswegen die etwas, ja, fast lilane Hautfarbe, lila-grau so ein bisschen. Und die, ja, ich glaube, auch lila leuchtenden Augen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier.
lila leuchtende Augen. Ja. Sehr cool gemacht auf jeden Fall. Wenn man sich das im Detail hier anguckt, sind da so viele schöne Details. Der Kragen von seinem Umhang hier, das soll so ein bisschen Fell darstellen. Das sieht schon ziemlich gut aus auf jeden Fall. Und die Rüstungsteile sind auch sehr schön gemacht. Schön bemalt hier mit den einzelnen Applikationen. Das sieht echt toll aus. Dann hier am Brustkorb die ganzen Gurte, die da befestigt sind. Ja, dann hat er natürlich ein Holster, in dem seine Schwerter untergebracht sind. Auch das ist sehr schön gemacht, aber auch sehr filigran. Da habe ich fast ein bisschen Angst, dass mir das kaputt geht. Und auch hier die Rüstungsteile, das sieht alles super aus. Keine Frage. Auch die Stiefel können sich sehen lassen. Insgesamt optisch unheimlich gut gelungen. Ja, der Umhang ist in einem schönen Grün, ist aus Plastik. Dadurch entsteht ein sehr schöner Faltenwurf. Das sieht dann immer sehr, sehr gut aus. Ja, eine sehr schöne Figur. Beweglichkeitstechnisch haben wir eine Kopfbeweglichkeit. Die wird ein bisschen durch den Umhang gehindert, den können wir aber theoretisch auch abnehmen. Wir können die Arme heben, wir können die Arme senken, nach hinten, nach vorne, das geht. Hier haben wir oben ein Drehgelenk drin. Wir haben ein doppeltes Ellenbogengelenk und wir können natürlich die Hände drehen und kippen. Das ist auch gar kein Problem. Haben wir eine Brustartikulation? Wir haben eine Brustartikulation. Siehst du, das geht auch, kannst du so nach vorne machen. In der Hüfte mag auch eine drin sein, doch ist sie, aber hier unten. Gut, da ist auch eine Artikulation. Wir können die Beine sicherlich etwas spreizen. Das geht auch, gar kein Problem. Beine nach hinten ist hier fast gar nicht möglich. Nach vorne allerdings schon. Dann haben wir hier oben ein Drehgelenk drin. Wir haben ein doppeltes Kniegelenk. Da ist es. Doppelt. Und wir können natürlich den Fuß nach vorne und nach hinten machen. Und auch, ich glaube, ein wenig zur Seite. Ja, das geht auch. Schaut mal, geht auch ein bisschen zur Seite. Also beweglichkeitstechnisch ist da einiges drin. Bevor wir einen Blick auf das Zubehör werfen, schauen wir uns allerdings nochmal die Guinevere an. Ja, ein wirklich schön gemachter Panther, der sieht super aus. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, ist das von der Farbgebung her so, dass das tatsächlich so ein bisschen in Regenbogenfarben reflektiert. Also das sieht aus wie so eine Ölpfütze, falls ihr euch das vorstellen könnt. Hier ist immer so ein lilaner Schimmer mit drin. Ich finde, das sieht großartig aus. Ich hoffe, das könnt ihr auf der Kamera irgendwie sehen, weil das macht die Figur nochmal ganz besonders. Es ist eine sehr, sehr schöne Katzenform. Gefällt mir optisch wirklich gut. Und diese Figur hat auch unendlich viele Beweglichkeitspunkte. Und schaut mal, ja, man hat sich hier auch die Mühe gemacht und hat mal die Augen bemalt und das Innere des Mundes soweit. Das ist sehr, sehr schön. Ja, und wie gesagt, dieser wunderbare Effekt mit dem lilanen, das gefällt mir echt gut. Ja, Beweglichkeit. Wir können den Schweif bewegen. Fangen wir mal hinten an. Ja, nach oben, nach unten. Können ihn drehen, das ist gar kein Problem. Wir können die Hinterläufe bewegen. Zumindest ein bisschen. Das geht. Ist jetzt nicht so wahnsinnig, aber ja, dafür kannst du sie ein ganz bisschen auch nach außen drücken. Die Gelenke sind noch ein bisschen fest bei mir. Das geht deswegen nicht ganz so gut. Ja, du hast eine, ja, sag ich jetzt, Kniebewegung. Ja, irgendwie schon. Dann kannst du ja den Hinterlauf bewegen. Das geht auch. Kannst du nach vorne und nach hinten machen. Die Gelenke sind etwas stiff, aber das macht nichts. Und du kannst natürlich den Fuß bewegen und swiveln, also die Pfote, das geht auch. Du hast eine, ja, Bewegung hier im Körper. Das ist im Prinzip ein Drehgelenk. Kannst du auch nach oben und nach unten machen, das geht auch. Ja, dann hast du natürlich die Vorderläufe. Die kannst du nach hinten machen, nach vorne machen, das geht. Dann hast du hier ein Knickgelenk und natürlich am Fuß auch nochmal. Das ist auch gar kein Problem. Das geht auch, ja. Dann kannst du hier den Kopf beziehungsweise den Hals bewegen in alle möglichen Richtungen. Das ist für so ein Tier sehr, sehr wichtig. Da hast du dann jede Menge Möglichkeiten, ja, dass der auch so zur Seite gucken kann. Du kannst natürlich den Kopf drehen, Kopf hoch und runter machen so ein bisschen. Das geht auch. Und in diesem Falle, ihr habt es schon gesehen, das Maul öffnen und schließen. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Reden wir über Zubehör. Ja, Drist hat einen Ersatzkopf. Da weht dann nicht so ein starker Wind wie bei dem anderen Kopf. Und ihr seht schon, ja, da hat er so ein leicht verschmilztes Grinsen, so einseitig. Ja, wenn ihr ihn so hinstellt, dann guckt er etwas ernster und wenn ihr ihn auf die Seite stellt, dann lächelt er ein wenig. Ja, sieht insgesamt sehr cool aus. Dristo Orden, genau so wird er in den Büchern und in den Hörspielen beschrieben. Sehr, sehr cool. Diese Halskette ist noch mit dabei. Das habe ich ihm schon angelegt, das Ding, aber davon siehst du dann überhaupt nichts mehr unter dem Umhang. Die ist dann eher dafür da, wenn ihr ihn ohne Umhang hinstellt oder ja, ihr macht sie einfach drunter und wisst einfach, dass sie da ist. Was sie darstellen soll, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Natürlich gibt es auch noch zwei weitere Hände und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob das die Hände sind, die normalerweise an der Figur verbaut sind, wenn man sie bekommt oder die Hände, die ich jetzt
dran habe, ich weiß es nicht. Aber das hier sind auf jeden Fall zwei Greifhände. Damit kann er dann seine Waffen greifen, die ich euch gleich noch zeigen werde. Ja, und hier sind sie schon, die zwei Schwerter, die Drizzt bei sich führt. Ja, über die Herkunft der Schwerter kann ich euch jetzt nicht wirklich was sagen. Das sind einfach wahrscheinlich, ja, dunkelelfische Schwerter. Das hier sieht so aus, als wenn es am Knauf noch... Ich weiß nicht, was das sein soll. Ist das ein Drache? Könnte auch ein Seepferdchen sein, ja. Das sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Waren mit dabei. Kann man ihm in die Hände packen oder eben in die gezeigten Holster stecken. Und dass die Schwerter wirklich magisch sind, das seht ihr hier, denn diese wunderbaren Effekte sind auch noch mit dabei. Die finde ich persönlich richtig geil und sorgen dafür, dass die Waffen einfach nochmal viel cooler rüberkommen. Ja, diese kleine Statuette ist dann auch noch mit dabei. Wer die Geschichten kennt, der weiß, was es damit auf sich hat. Das ist im Prinzip Guinevere. Und ja, ist etwas kompliziert, um das jetzt zu erklären, aber es ist schön, dass sie dabei ist. Sieht sehr schön aus, ein bisschen obsidianmäßig, gefällt mir persönlich sehr gut. Ansonsten könnt ihr euer Schicksal auch auswürfeln, denn ein D20 ist auch mit dabei. Das gehört zu Dungeons & Dragons. Der ist auch sehr schön, hat auch einen super schönen Farbeffekt. Das sieht einfach richtig geil aus. Finde ich sehr geil. Gefällt mir gut, dass sowas mit dabei ist. Das zollt dem Dungeons & Dragons, das noch dahinter steckt, sehr gut Tribut. Und dann habe ich das noch gefunden, hinten in der Packung drin. Das sind, ja, so Karten, ganz dünne Karten. Auf der Rückseite sind irgendwelche merkwürdigen Schriftzeichen abgebildet, die ich besser nicht laut vorlese. Nicht, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Und wir sehen hier verschiedene Dinge und Gegner. Hier haben wir zum Beispiel eine Horde Goblins. Dann haben wir hier einen, ja, was ist das? So ein Hogger-Charakter, so ein Varg. Ist das ein Varg? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Dann haben wir hier natürlich einen Drachen. Das dürfte, ja, was ist das? So ein Höhlentroll oder sowas sein? Keine Ahnung. Ich kann diese Schrift auch leider nicht lesen. Dann haben wir hier noch einen anderen Höhlentroll. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so ein Frost Giant. Der sieht zumindest so ein bisschen so aus. Und wir haben natürlich einen Beholder mit dabei. Der darf bei Dungeons & Dragons nicht fehlen. Finde ich ziemlich cool. Einfach begeisterungswürdige Figuren. Total genial. Ich bin jetzt hin und her gerissen, was ich machen soll. Ob ich sie wieder in ihre wunderbare Originalverpackung zurückpacke oder ob ich sie so irgendwie ins Regal stelle. Ich weiß eigentlich auch noch nicht mal, in welches Regal. Also beides hat seinen Reiz. Das eine ist halt diese wunderbare Special Edition Verpackung und das andere sind halt diese wunderbaren Figuren, die man natürlich auch sehen möchte. Es ist ein Kreuz. Der Sammler hat es nicht leicht, ich sage euch das. Aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr sagt. Soll ich die so hinstellen oder lieber in der Originalverpackung? Ich weiß sowieso, was dabei rauskommt. Lass es einfach, ist egal. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass ich sie habe. Und ja, die waren halt in dem Pulse-Paket, das hier vor einer Weile mal ankam. Und das habe ich super, super abgefeiert. Großartig. Forgotten Realms, Drizzt und Guinevere. Grandios. Weiter geht's mit einigen Figuren aus der Controller-Buff-Wave der Marvel Legends. Und ich muss sagen, die Charaktere sind mir zum Teil vollkommen unbekannt. Das finde ich sehr, sehr interessant. Aber zum Glück steht auf der Rückseite ja immer eine kleine Bio. Das heißt, man kann auch noch ein bisschen was über die Charaktere lernen. Ist eine sehr, sehr interessante Wave. In dieser Wave sind auch noch ein paar andere Charaktere, die ihr vielleicht besser kennt. Ich zeige euch einfach mal auf der Rückseite hier die restlichen Charaktere der Wave. Klar, mit Iron Man, mit dem US Agent und einem speziellen Thor, der mir so auch direkt nichts sagt, ist da natürlich eine Menge Potenzial mit dabei. Aber auch diese Figuren hier, diese vier, sind ziemlich cool. Ich zeige sie euch gleich aus der Nähe, keine Panik. Wir haben hier einmal Marvel's Quake, ist ein Charakter, den man kennen könnte. Ja, dann haben wir einmal den Speedball. Das ist zum Beispiel ein Charakter, wo ich jetzt direkt erstmal gar nichts mit anfangen konnte, wo ich aber gleich gesagt habe, wow, der hat ja ein sehr, sehr interessantes Design. Dann Blue Marvel. Blue Marvel, einer der Charaktere, mit denen ich auch überhaupt nichts anfangen konnte, ist aber wohl schon ein recht alter Charakter, der schon sehr, sehr lange dabei ist und könnte man schon mal gehört haben, Madame Hydra, komplett in grün, sieht auch super aus. Ich finde, die Charaktere sehen so aus, als könnten die auch aus G.I. Joe sein. Ja, was soll ich sagen? Auf der Rückseite habt ihr jeweils, ich drehe es mal kurz um, dann könnt ihr euch das angucken. Schaut mal, habt ihr jeweils ein schönes Artwork. Und ihr bufft hier
den Controller. Ist auch ein Charakter, den ich nicht kenne. Der sieht ein bisschen Thanos-mäßig aus und wird so ein Brocken sein. Leider kann ich den natürlich nicht komplett zusammenbauen, weil ich ja nur 4 Teile habe. Fehlt also noch ein bisschen was. Obwohl, was haben wir denn? Beine, den Körper und einen Arm. Mal sehen, wie weit ich komme. Ich habe leider auch keine anderen Buffs mehr hier, dass ich euch irgendwas zusammenbasteln könnte. Ist egal, ich pack sie aus, dann gucken wir mal genau drauf. Ja, los geht's. Blue Marvel ganz aus der Nähe und ja, sieht super aus. Schönes Headsculpt, weiß zu gefallen, optisch sehr, sehr gut gelungen. Ich kenne jetzt, wie gesagt, die Vorlage nicht, aber das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das kann man auf jeden Fall machen, also schön gemachter Headsculpt. Ja, ansonsten hat er hier so eine Jeans-Weste an. Auch die sieht super aus. Ist aus einem etwas weicheren Material. Sieht hier die ganzen Nähte. Das haben sie sehr, sehr schön gemacht. Auch auf der Rückseite sind die ganzen Nähte zu sehen. Das ist gut gelungen. Dann haben wir hier ein paar weiße Akzente auf der Rüstung bzw. auf seinem Anzug. Das ist auch ziemlich cool. Dann hier der Gürtel. Sieht auch gut aus. Der ist fest an der Figur dran auf jeden Fall. Obwohl der hier vorne so ein bisschen locker ist, aber der ist ansonsten aufgeklebt. Ja, und insgesamt eine sehr schöne Figur. Auch die Stiefel sehen toll aus. Schaut euch das an. Das sind so schöne Boots. So richtig schön geschnürt bis oben hin. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall eine schön gemachte Figur. Wir schauen uns mal die Beweglichkeit an. Und die ist dann auch stellvertretend für all die anderen Figuren aus dieser Wave. Denn die Beweglichkeiten sind bei den Marvel Legends immer gleich. Wir können den Kopf bewegen. Klar, nach links, nach rechts, nach hinten, nach vorne. Das geht, das ist alles gar kein Problem. Wir können die Arme bewegen. Nach oben, nach unten. Können wir sie hier in dem Falle nach vorne bewegen? Nein, können wir nicht. Wir haben hier oben eine Drehbeweglichkeit. Wir können das Ellenbogengelenk bewegen mit einem doppelten Ellenbogengelenk. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, die Hände zu drehen und nach innen und außen zu kippen. Das ist auch möglich. Ansonsten haben wir hier die übliche Brustkorbartikulation, die ist mit da. Wir haben eine Hüftartikulation. Wir können die Beine bewegen nach außen. Wir können sie wie immer fast nicht nach hinten. Nach hinten sage ich schon. Ja, weil der Hintern im Weg ist, können wir die Beweglichkeit nach hinten nicht nutzen. Ansonsten haben wir hier oben ein Drehgelenk drin. Das ist auch immer sehr schön. Dann das doppelte Kniegelenk. Das sehen wir hier. Dann meistens einen Bootcut. Der ist hier mit drin. Und wir können natürlich die Füße nach hinten und nach vorne machen und schön zur Seite bewegen. Das geht auch. Der sogenannte Ankle Pivot ist alles mit dabei. Ja, was soll ich sagen? Er sieht super aus und er hat Zubehör. Unter anderem dieses Bein hier. Denn er hat natürlich ein Buff-Teil mit dabei vom Controller. Ja, ziemlich massiv das Bein. Krass. Keine Figur ohne Ersatzhände. Hier haben wir ein paar Greifhände. Die sind extra mit dabei. Und er hat auch noch 2 Spezialeffekte mit dabei. Die könnt ihr der Figur auf die Fäuste klippen. So sieht das dann aus. So richtig schöne Action-Fists. Das weiß auf jeden Fall zu gefallen. Als nächstes haben wir hier Speedball. Und der fällt auf jeden Fall auf. Eine gewagte Frisur, die er da trägt auf jeden Fall. Und ja, diese wunderbare Brille und das komische Grinsen. Ich finde den irgendwie echt witzig. Ich kenne den Charakter nicht, ich kann da nicht wirklich viel zu sagen. Ich finde aber, er hat eine sehr, sehr interessante Rüstung an. Mit diesen Punkten hier auf den Handschuhen, oben an der Maske, am Gürtel ist das auch zu sehen. Und natürlich auch auf den Stiefeln findet sich dieses Muster wieder. Keine Ahnung, ob das irgendeine Bewandtnis hat mit seiner Fähigkeit, weil er heißt Speedball und das sind ja so kleine Bälle oder Kugeln. Ja, ich finde es auch ziemlich genial, dass man hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ja, die Augen sind hinter der Brille zu sehen. Das finde ich ziemlich genial. Und dieser verschmilzte Blick, das ist euch mal echt gut gemacht. Und Leute, diese Haare, was soll ich sagen? Das ist mal wirklich eine geile Frise. Auf jeden Fall eine sehr coole Figur. Und der hier hat, das ist vielleicht noch, bei dem anderen habe ich es zumindest nicht mitbekommen, auch noch diese Butterfly-Gelenke. Ja, dann kannst du ja noch mehr Beweglichkeit rausholen. Das ist auch ziemlich genial. Zubehörtechnisch hat er jetzt nicht so wahnsinnig viel dabei, denn der hat den Torso am Start vom Buff. Ja, und das ist halt immer ein so großes Teil, dass da nicht so viele weitere Zubehörteile möglich sind. Madame Hydra steht offensichtlich auf die Farbe grün, denn grünes Augen-Make-up, grüne Lippen, grüne Haare, grüne Klamotten, ist alles grün. Und natürlich das Hydra-Symbol, ja, das ist nicht in grün, aber das ist hier auch mit dabei. Finde ich sehr cool. Das Waffenholster sieht sowieso schön aus. Es hebt sich optisch sehr schön ab und es ist halt super cool gemacht, dass das so über Kreuz ist. Und mit der goldenen Schnalle, das finde ich insgesamt auch sehr, sehr cool gemacht. Ihr könnt da auch die Waffen noch rein
packen, die gleich noch mit dabei sind. Die werde ich euch noch zeigen. Ansonsten trägt sie halt diesen engen Jumpsuit und die langen Handschuhe. Das sieht insgesamt super aus. Also ich finde, auch die Figur hat echt was. Also sieht echt cool aus. Auf jeden Fall ziemlich nice. Auch wenn sie insgesamt relativ simpel von der Gestaltung ist. Aber allein schon dieser wahnsinnig coole Waffengürtel, das gefällt. Und eben dieser tolle Headsculpt. Wirklich cool gemacht. Sieht super aus. Sie hat natürlich auch ein paar Ersatzhände mit dabei. Das sind dann so Fäuste. Damit kann sie dann auch ihre Kollegen boxen. Gar kein Problem. Und sie hat noch zwei schöne klassische Pistolen, die man ihr, wie gesagt, ganz problemlos ins Holster stecken kann. Ja, oder in die Hände legen, wenn man das dünn möchte. Das sieht dann nämlich so aus. Ja, hier einmal geholstert. Sehr schick. Und hier einmal ja, in der Hand haltend. Und hier nochmal der Hinweis auf den Triggerfinger, den die meisten Marvel Legends Figuren haben. Finde ich ziemlich genial. Das ist immer sehr, sehr cool, weil so sieht es dann halt wirklich realistisch aus, dass sie die Waffe wirklich hält und den Finger am Abzug hält. Das finde ich sehr geil. Nicht zu vergessen, das Beinchen, das bei ihr beiliegt, auch das Teil vom Buff. Ja, was für ein Riesenklopper. Und die letzte der Marvel Legends Figuren, die mir hier aktuell vorliegen, ist Quake. Die hat auch einen unglaublich guten Headsculpt. Ich finde, das sieht super aus. Auch die Frisur gefällt mir. Das ist super gestaltet. Ganz, ganz toll. Echt schick gemacht. Die ist irgendwie niedlich. Auch wenn sie ein bisschen böse guckt. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Dann haben wir hier kleine Details. Ja, den Reißverschluss oben. Sogar noch mit dem... Na, ihr seht das. Wert scharf. Los. Reißverschluss mit dabei. Dann hier das... Mein Gott, was ist denn jetzt mit dem Fokus? Irgendwas stimmt da nicht. Das Shield-Logo ist auch mit dabei. Auch sehr, sehr cool. Dann hat sie noch hier so einen weißen Gürtel, der locker dran sitzt. Leider kein Holster. Also hier ist keine Möglichkeit, die Waffe zu verstauen, was ich ein bisschen schade finde. Ja, ansonsten, ja, diese typische Shield-Uniform. Aber sie hat noch eine Besonderheit. Schaut mal auf die Hände und die Arme. Die scheinen irgendwie aus Metall zu sein. Und die haben noch eine zusätzliche Beweglichkeit drin, die ihr bei den anderen Figuren nicht habt. Denn ihr könnt die Hände auch noch so machen, ja, dass ihr das so nach oben drückt. Das geht auch. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, finde ich. Ja, und ermöglicht eine sehr, sehr coole Iron Man-mäßige Pose. Was mir auch aufgefallen ist, bei ihr könnt ihr natürlich auch, denn sie hat Ersatzhände dabei, die Hände tauschen. Und dann könnt ihr diese Handschuhe im Prinzip auch komplett abnehmen. Das geht. Das ist gar kein Problem. Und dann könntet ihr ihr jetzt eine andere Hand anlegen und dann im Prinzip noch die Waffe. Ja, aber ich greife vor, denn zum Zubehör kommen wir jetzt. Quake hat einen Ersatzkopf mit dabei, der dann auch nochmal eine ganz andere Optik gibt. Zum einen mit diesem Headset. Ja, da kann sie dann Telefonterror machen bei bestimmten Leuten. Das kann sich halt mit ihren Leuten unterhalten. Aber ihr seht schon, sie hat auch eine vollkommen andere Frisur. Also hier sind die Haare glatt und hier sind sie so ein bisschen struwelig. Finde ich beides nicht schlecht, aber ich favorisiere tatsächlich diesen Kopf hier. Der gefällt mir insgesamt etwas besser. Ja, aber gut, kann man machen, wie man das haben möchte. Der Kopf ist auch schick. Ja, hat halt nur glatte Haare. Finde ich jetzt hier ein bisschen frecher. Das gefällt mir dann ein bisschen besser. Richtig viele Hände hat sie. Richtig viele Hände. Das sind 4 Stück. Ja, wir haben so glatte Hände, mit denen sie halt im Prinzip, ja, weiß ich nicht, was sie da macht. Beschwichtigen, so Beschwichtigungshände sind das. Und dann gibt es hier natürlich noch die Greifhände, die sind natürlich auch immer wichtig, damit man auch die Waffen festhalten kann. So wie diese hier, die sie natürlich mit dabei hat, die sie in die Hand nehmen kann, klar, wenn man ihr den Metallhandschuh sozusagen auszieht. Aber sie hat leider keine Möglichkeit, die Waffe an irgendeiner Stelle ihres Körpers zu verstecken, also weder im Holster noch irgendwie im Stiefel oder ja, genug Optionen hätte es gegeben, aber man hat sich dazu entschieden, keine Option einzubauen. Das heißt, ja, die Waffe wird im Zweifelsfall in der Packung liegen, wenn ihr ihr sie nicht unbedingt in die Hand drücken wollt. Und weil 4 Hände nicht genug sind, hat sie noch ein paar mehr Hände dabei und Arme, ja, zumindest einen Arm, ja, vom Buff. Da ist auf jeden Fall einmal diese Faust mit dabei, als Extra, und eben, ja, die Begrüßungshand ist auch mal dabei, oder ist das auch so eine, so, ich bin der Meister, oder so eine Würgehand? So den Würgegriff, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat dieser Charakter einen sehr schönen muskulösen Arm mit einer schönen Farbgebung und einem wunderschönen Handschuh. Sieht super aus. Ein Blumenstrauß voll Marvel-Figuren. Ja, sehr interessante Figurenauswahl in dieser Wave, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach
ungewohnt. Die Charaktere sind aber trotzdem alle irgendwie cool. Die Figuren sehen fantastisch aus, sind wieder super, super gut gemacht. Und natürlich, ich habe es mal zusammengebaut, damit ihr es mal sehen könnt, soweit es mir möglich war. Und ihr seht schon, wie riesig diese Buff mal wieder ist. Ja, der, das ist nicht der Collector, es ist der Controller. Ganz wichtiger Unterschied. Und der sieht schon tatsächlich, also ich finde, Thanos ist da irgendwie mit drin, gefühlt. Ich weiß auch nicht, ist vielleicht auch ein Titan. Kann natürlich gut sein. Ich kenne mich da in der Lore nicht so gut aus. Ja, auch an dieser Stelle nochmal Dankeschön, Hasbro. Ich habe mich wieder sehr über diese Figuren gefreut. Und was ich auch noch sagen muss, vergesst nicht, euch die zu holen. Ja, und wo kriegt ihr sie? Im Spielwarenhandel oder beim Toy-Dealer eures Vertrauens. Einfach mal nachfragen, ja, hier nach dem Buff. Na, nicht vom Collector, sondern na, vom Controller, genau. Na, ihr braucht einfach die Wave vom Controller und dann kriegt ihr diese wunderbaren Figuren und die ganzen anderen, die es da auch noch gibt in dieser Wave. Ja, schon geil, oder? Ich habe noch mehr zum Draufkicken und zwar zwei Transformers aus der Core-Klasse. Das sind dann die ganz kleinen, die ganz Lücken, wie ich so schön sage. Und auch die haben das neue Packungsdesign, wo man hier im Prinzip die Figur angrabbeln kann. Hier ist kein Plastiksichtfenster mehr drin, sondern es ist halt einfach offen gestaltet. Ansonsten sind das halt die ganz, ganz kleinen und die sehen halt auch echt super aus. Das sind halt die zwei Figuren aus der Legacy-Reihe und eben, wie ich schon erwähnte, der Core-Klasse. Natürlich auch überall mit diesen wunderbaren Artworks drauf. Das weiß mir echt zu gefallen. Auf der Rückseite sehen wir dann schon mal den Roboter und den Fahrzeugmodus jeweils. Aber ich packe sie natürlich für euch aus und zeige euch das dann direkt aus der Nähe. Klar. Und da ist er, der Legacy Hot Rod aus der Core-Klasse. Und er sieht für einen Transformer dieser Größe sehr, sehr schick aus. Ja, also ich finde, dafür, dass das so ein kleiner Transformer ist, ist der wirklich cool bemalt und hat viele schöne Details. Das weiß zu gefallen. Natürlich haben die kleinen Transformers nicht jetzt ganz so viele Möglichkeiten. Du kannst hier mit den Händen nicht wirklich viel machen. Aber ansonsten hast du schon jede Menge Beweglichkeiten drin. Du kannst den Kopf drehen. Das geht hier, zack, kann man drehen. Na, man kann die Arme nach vorne drehen, nach hinten drehen. Hast du auf so einem Kugelgelenk so ein bisschen. Du hast die Möglichkeit, die Ellenbogen zu bewegen. Nach innen, nach außen, also die Unterarme. Das geht auch. Na, dann hast du eine Hüftartikulation in dem Falle nicht. Dann kannst du die Beine spreizen. Du kannst diesen, das ist schon Teil der Transformation, das wollen wir nicht. Na, kannst das so nach hinten machen, nach vorne. Das geht auch. Also na, für eine Figur dieser Größenordnung ist da schon eine Menge mit am Start. Und optisch sieht sie halt echt toll aus. Allein schon diese Motorhaube, schaut euch das an. Fantastisch. Ja, auch das Gesicht ist schön bemalt. Sogar die Augen sind extra in einem kleinen Blau, mit einem kleinen Blaukecks noch bemalt. Das sieht halt echt super aus. Also ich finde den ziemlich cool, auf jeden Fall. Ja, da haben wir Hot Rod im Fahrzeugmodus und ich muss sagen, das sieht richtig gut aus. So richtig, wie man sich Hot Rod vorstellt. Was ich vorhin noch vergessen habe, euch zu zeigen, dieses Schwert hier, das ist seine Waffe, die hat er noch mit dabei. Das kann man hier in diesem Fall dann einfach oben auf den Spoiler draufsetzen. Ja, aber insgesamt wirklich ein schöner Transformer, der im Fahrzeugmodus überzeugen kann und auch im Robotermodus. Sehr geiles Ding. Und auch der kann sich wirklich sehen lassen. Eine tolle Farbkombination, finde ich richtig geil. Und auch die Optik gefällt mir sehr, sehr gut. Denn das ist wirklich hier so ein Reptilienwesen, finde ich sehr geil. Wüsste ich jetzt auch gar nicht, ob es da noch mehr gibt. Denn so gut kenne ich mich in der Transformers-Lore aktuell nicht aus. Finde ich aber total toll. Ich weiß nicht, ob der irgendwie zu den Beast Wars gehört oder so, aber der sieht wirklich geil aus. Auch das Gold hier finde ich sehr, sehr schön. Insgesamt ganz, ganz toll. Und auch hier sind natürlich die Augen mit einem, könnt ihr es sehen, da mit so einem gelben Punkt auch noch bemalt. Das ist dann die Liebe zum Detail hier auf jeden Fall. Auch der Gürtel sieht toll aus. Also insgesamt eine wirklich schön bemalte kleine Figur mit denselben Bewegungspunkten wie der Hot Rod, brauche ich jetzt nicht nochmal zeigen. Iguanos wird zu einem Motorrad und auch das funktioniert relativ gut. Man sieht nicht mehr viel vom Roboter, das finde ich immer sehr, sehr schön. Insgesamt auf jeden Fall eine spannende Optik. Schön mit den Rädern hier. Das ja, kann man sogar so rollen, gar kein Problem. Ah, dann Lenker hier oben mit einer kleinen Waffe vorne dran. Das sieht auch super aus. Hier das Decepticon-Logo. Das weiß zu gefallen. Ja. Schon ganz cool gemacht, das Motorrad. Ja, finde ich auch nicht verkehrt. Klein, aber fein, würde ich sagen. Zwei sehr schöne kleine Core-Motorräder.
Transformers. Ich finde die super. Gefallen mir beide außerordentlich gut, aber gut, ich bin ja auch ein Riesenfan von Hot Rod. Finde ich, ist schon immer einer meiner Lieblingscharaktere gewesen, aber dazu natürlich später auch nochmal mehr. Ja, super Figuren. Kann man sich hinstellen auf jeden Fall. Gefallen mir persönlich echt. Ja, was soll ich mehr dazu sagen? Dazu ist alles gesagt. Machen wir weiter mit der Deluxe Class. Ja, die nächstgrößere Version der Transformers. Die sind auch ziemlich cool und haben auch eine neue Verpackung, wenn ihr mal schaut. Denn auch hier hat man sich das Plastik gespart. Ja, und man kann jetzt im Prinzip direkt die Figur angrabbeln. Ja, das ist ziemlich cool. Also nicht, dass man die Figur direkt angrabbeln kann, aber dass man halt auf das Plastik verzichtet. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ansonsten hat sich an den Verpackungen natürlich grundlegend die Optik verändert. Das ist halt die neue Variante Legacy halt. Finde ich persönlich ziemlich cool. Was ich auch sehr geil finde, ist, dass man das hier auch wieder integriert hat. Das kenne ich noch von ganz früher. Da hattest du dann immer so einen roten Streifen mit dabei. Den konntest du dann da drauflegen und konntest dann die Powerwerte deines Transformers ablesen. Und hier haben sie das in der Form halt jetzt auch mit drauf. Finde ich persönlich ziemlich gut. Ansonsten, wie immer, ihr seht auf der Rückseite einmal den Roboter und einmal die transformierte Variante. Ja, an den Seiten habt ihr schöne Artworks. Das lässt sich auch sehen. Ja, finde ich auch wieder ziemlich cool. Ja, und von vorne haben sie auch wirklich coole Artworks drauf gemacht. Ich finde das Verpackungsdesign hier, ich bin ja auch ein großer Fan der Farbe Lila, ist großartig. Das finde, das sticht sofort ins Auge. Und wenn ich sowas im Spielwarenladen sehen würde, würde ich sofort hinrennen und erstmal die Figuren begrabbeln. Nein, und mir das natürlich ganz genau angucken, klar. Ja, was soll ich sagen? Ich packe sie aus, schauen wir mal genau drauf und ja, los geht's. Ja, dann schauen wir uns den Autobot Skids doch mal im Detail an. Insgesamt sehr schön. Ich mag die Farbgebung. Fällt mir sehr gut. Ist ein sehr schöner, massiver Autobot. Ich mag das, wenn die Autobots und die Decepticons so massiv sind. Das gefällt mir immer sehr gut. Also das hat dann eine ganz spezifische Optik, die ich einfach immer mit Transformers in Verbindung bringe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, detailtechnisch. Wir haben hier das Autobot-Symbol vorne. Dann haben wir hier natürlich den Kühler. Das sieht auch ziemlich cool aus. Hinten wie immer oder wie oft die Türen. Dann haben wir hier noch so eine Art, ja, ich will nicht sagen Jetpack, aber es sieht fast so aus. Finde ich auch ziemlich cool. Unten an den Beinen hat man auch eine schöne Farbkombination und hier natürlich noch die Streifen. Das sieht insgesamt sehr cool aus. Gefällt mir gut. Ich mag auch seine Waffe hier. Die ist so ein bisschen durchsichtig. Ist dann so eine kleine Axt. Das ist auch ziemlich cool. Und da hat man hier noch, ja, so einen etwas merkwürdigen Blaster mit dabei. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, gesichtstechnisch ist er auch ziemlich gut gelungen. Ich finde diese Gesichter halt echt cool. Natürlich mag ich Transformer mit einem Visier auch gern, aber das ist trotzdem schon ziemlich nicer Dude. Ja, ich werde ihn mal transformieren und dann gucken wir uns nochmal die Fahrzeugform an. Ja, und da haben wir Skids im Fahrzeugmodus. Jo, und das sieht doch auch echt gut aus. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, die ganzen Waffen kann man hier alle irgendwie so anbringen. Das ist gar kein Problem. Da sind überall Möglichkeiten, wo man sie halt einfach dran setzen kann. Selbst das hier gibt ihm so einen Iro-Look. Finde ich auch ziemlich witzig. Ja, das ist schon schick, auf jeden Fall. Ist ein schöner, kleiner Wagen, sehr kompakt, weiß zu gefallen. Ja, sieht gut aus. Ich meine, klar, sowas hier, na, aber das kannst du halt nicht vermeiden. Das geht halt nicht anders. Ansonsten musst du die Fenster blickdicht machen und das wäre ja auch schade drum. Ja, ich finde den als Roboter ziemlich cool und auch im Fahrzeugmodus gefällt er mir sehr gut. Als nächstes haben wir Prime Universe RC. Und ja, RC sieht in dieser Form für mich etwas ungewohnt aus. Ich kenne diesen Charakter normalerweise eher in einer, ja, ich will mal sagen, rosanen Farbgebung. Das Blau ist neu, gefällt mir aber auch sehr gut und ein bisschen rosa haben sie hier ja noch mit eingebaut. Diese Figur hat wieder dieses wunderbare Lightpiping. Ihr seht das vielleicht, dass die Augen richtig aufleuchten. Das liegt daran, dass oben am Kopf im Prinzip die Sache so ein bisschen durchsichtig ist. Ja, und na, ihr könnt das sehen, wenn ich das jetzt so zuhalte, dann passiert da nichts mehr. Und wenn ich es weglasse, dann leuchten die Augen richtig schön auf. Das mag ich bei Transformers sehr, wenn sie das einbauen. Das gefällt mir immer persönlich richtig gut. Ja, RC ist wieder ein Motorrad und dementsprechend als Transformer etwas fragil. Sehr, sehr schmale, kleine Teile. Das ergibt sich halt aufgrund der Art der des Fahrzeugs, in das sie sich verwandelt und ja, weil es halt auch ein Mädel ist. Ich glaube, es ist immer noch ein Mädel, oder? Ich denke schon. Ja, auf jeden Fall ein
sehr, sehr cooler Roboter. Beweglichkeitstechnisch ist hier auch einiges zu holen. Habe ich, glaube ich, bei dem anderen gleich gerade noch gar nicht gezeigt, was er so an Beweglichkeiten hat. Na gut, ist auch nicht schlimm, machen wir das jetzt einfach bei Assi. Assi hat genau die gleichen Beweglichkeiten wie die anderen auch. Kopf nach hinten, Kopf nach vorne, Kopf nach links, Kopf nach rechts. Du kannst die Arme bewegen im Normalfall, du kannst die Arme drehen, du hast ein Ellenbogengelenk. Also bei den Transformers, da ist halt alles drin. Ja, gar kein Problem. Auch die Hände gehen noch. Dann hast du meistens eine Hüftartikulation. Ja, kannst du hier so ein bisschen bewegen, das geht auch. In diesem Falle auch noch so ein Kippgelenk, das etwas locker ist. Ja, das ist auch nicht bei jedem so, aber generell schon. Du kannst die Beine bewegen, nach hinten, nach vorne, zur Seite. Du hast meistens ein Kniegelenk, das ist auch mit drin. Und du kannst ganz oft an den Füßen noch was machen. Hups, kannst du hier so ein bisschen, hier in diesem Falle, kannst du das so ein bisschen nach vorne und nach hinten klappen. Also die Beweglichkeiten bei den Transformers sind auch sehr, sehr ähnlich. Es ist alles da, was man braucht. Deswegen werde ich jetzt nicht noch weiter drauf eingehen bei den weiteren. Ja, Assi, ja, dann werde ich sie mal transformieren und dann gucken wir mal, wie sie im Fahrzeugmodus zu überzeugen weiß. Also so finde ich sie optisch schon ziemlich nice. Also der Kopf ist wieder großartig gelungen. Also der Fahrzeugmodus von RC ist absolut überragend. Ich finde das großartig. Das Motorrad sieht richtig geil aus und schaut mal, ihr habt hier sogar die Möglichkeit, das abzustellen. Finde ich total genial, dass man sogar an sowas gedacht hat. Großartig. Also hier stimmt auf jeden Fall einiges. Das sieht als Motorrad richtig gut aus. Ja, finde ich toll. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr schönes Motorrad. Hier diese Dinger könnt ihr notfalls noch abmachen. Falls euch das stört, dann habt ihr noch mehr die Optik eines Motorrads. Also wirklich sehr, sehr cool. Als nächstes haben wir hier den Decepticon Drag Strip. Und auch der sieht verdammt cool aus. Allein schon vom Kopf her ist das wieder was ganz Besonderes. Finde ich total geil. Das ist halt super spacig, das Ganze. Das mag ich immer auch sehr. Ansonsten hat er eine tolle Farbgebung, viele schöne Akzente. Hier ist sogar noch so ein bisschen Optik, als wenn das so ein bisschen schmuddelig ist. Das finde ich sehr, sehr schön, das weiß zu gefallen. Dann hier sieht man Teile vom Motor, das ist auch cool. Ja, ansonsten hier die Rallye-Streifen sind mit dabei. Das ist ziemlich cool gemacht. Und das Gelb insgesamt sieht auch super aus. Ja, manchmal sollte man sich die Transformer nicht unbedingt von hinten angucken. Das ist halt ein bisschen schwach, aber von vorne sieht er wirklich super aus. Und ja, er hat zwei sehr coole Waffen mit dabei. Vor allen Dingen mal zwei Waffen, die gleich sind. Das finde ich auch sehr cool. Das weiß zu gefallen. Und ansonsten hat er halt eine sehr, sehr schöne Optik. Auch wieder etwas breiter insgesamt. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Ein Rennauto, ja, Dragstrip im Fahrzeugmodus kommt auch ziemlich gut daher. Ja, natürlich auch voll bewaffnet. Finde ich optisch sehr, sehr ansprechend. Also dieser Transformer sieht auch in beiden Varianten wirklich gut aus, sowohl im Roboter als auch im Fahrzeugmodus. Was ich witzig finde, ist, dass sein Kopf, den ihr hier seht, im Prinzip zu einer Art Sitz wird für den Fahrer. Das ist auch irgendwie ziemlich geil gemacht. Ja, also insgesamt eine ganz, ganz tolle Optik. Weiß auf jeden Fall voll zu gefallen. Schöner Transformer. Der letzte im Bunde dieser Viererbande ist der Decepticon Kickback und der sieht richtig geil aus. Ja, ist so ein Insektoid. Ich finde die insgesamt immer schon sehr cool. Das sind auch Favorites von mir irgendwie. Und ja, der sieht einfach fantastisch aus. Eine großartige Farbkombination, ja, mit diesem leicht durchsichtigen Dingern an der Seite. Dann halt hier das Lila, das Schwarz, das Gelb. Das sieht einfach großartig aus. Der Kopf sieht fantastisch aus. Meiner hat hier so ein bisschen so ein... Das biegt sich immer leicht nach innen, aber das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Charakter. Finde ich völlig in Ordnung. Das sieht immer super aus. Insgesamt auch wieder ein sehr, sehr schöner Kopf. Das weiß auch zu gefallen. Ja, hier das Decepticon-Logo vorne drauf. Dann das hier so ein bisschen durchsichtig. Das weiß auch zu gefallen. Er hat eine sehr, sehr schöne Waffe mit dabei. Ja, und insgesamt halt auch eine echt coole Optik. Schaut euch die Beine an. Ja, diese ganzen kleinen Details, das sieht super aus. Ja, finde ich ziemlich cool. Und der weiß halt auch noch zu gefallen aufgrund dieser Flügel, die er hier hat. Der Insektikon nach seiner Transformation. Ja, man glaubt es kaum. Tatsächlich. Der sieht in Roboterform tatsächlich irgendwie cooler aus. Ich weiß nicht. Also, das ist zwar insgesamt ganz schick, aber wirklich viel transformiert hat man nicht. Das ist eine relativ einfache Transformation. Und wenn ihr mal so drauf guckt, dann seht ihr immer noch einen Großteil des Roboters. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Farblich ist der natürlich immer noch mega geil. Aber hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Robotermodus absolut überragend und auch zu bevorzugen, wenn man ihn sich hinstellt. Also, ja. Aber insgesamt wirklich vier sehr schöne Roboter.
sehr schöne Fahrzeuge und ja, eben dieses Insekt, wenn man es denn so hinstellen möchte. Hier haben wir die zwei Autobots, RC und Skids. Habt ihr ja eben schon schön aus der Nähe gesehen. Die sind schon cool. Das kann man nicht anders sagen. Wobei RC natürlich ungewohnt aussieht. Keine Frage. Das kennt man eigentlich anders. Skids habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Finde ich aber insgesamt auch einen sehr schönen Roboter. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch die zwei Decepticons können sich natürlich absolut sehen lassen. Wobei es natürlich ungewohnt ist, ein Auto, ja, als Decepticon. Meistens sind das ja eher Jets oder irgendwelche Raumschiffe oder so. Von daher, das ist schon eher eine Seltenheit. Ja, auch von der Farbgebung her wirkt er doch eher wie ein Autobot. Aber es ist ein Decepticon. Ja, genau wie der Insecticon hier. Insecticons sind ja auch ziemlich coole Kollegen. Feiere ich auch immer total ab. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den hier komplett richtig transformiert habe. Ja, aber ja, das ist schon ein krasser Kollege. Ja, ich finde die beide auch ganz, ganz toll. An dieser Stelle sei einmal ein großes Dankeschön an Hasbro ausgesprochen fürs Bereitstellen dieser wunderbaren Figuren. Feiere ich sehr. Macht einfach mega Spaß, die zu zeigen. Ja, und ich weiß, ihr habt noch nicht genug neue Transformer gesehen. Deswegen noch einen kurz draufgekickt. Ich habe hier noch den Autobot Slammer aus der Kingdom-Reihe. Und da schauen wir uns natürlich mal ganz kurz die Verpackung an. Diese Artworks, die sind echt der Oberbringer. Ich liebe die total. Allein so kann man die schon sammeln. Einfach diese Artworks nebeneinander ins Regal stellen. Nicht? Ihr wollt lieber die Figur sammeln? Gut, es ist auch eine Möglichkeit. Ja, der Kollege hier ist auf jeden Fall ein sehr schöner Transformer. Das werdet ihr gleich sehen, sobald ich ihn auspacke. Worauf warte ich eigentlich? Ich mache das einfach mal. Slammer, natürlich mit seiner Anleitung hier. Da gucken wir gleich mal rein. Oder ich gucke da rein, während ich ihn transformiere. Was ich schon festgestellt habe, den Kollegen kannst du komplett auseinandernehmen. Hier, alles Einzelteile. Das ist also einer dieser... Hier, geht sogar noch weiter. Zack, hier, alles Einzelteile. Das ist also ein Zerlego-Transformer. Manchmal ist das so. Da muss man die komplett zerlegen, um sie dann wieder zusammenzusetzen. Und ja, den Roboter-Modus haben wir jetzt gesehen. Jetzt bringe ich ihn mal in den Fahrzeugmodus. Und ratzfatz ist er da, der Panzer. Ha, ja. Vorne mit dem Autobot-Symbol finde ich ziemlich witzig. Gut aus. Na, wir haben das Geschütz, können das hoch und runter machen. Na, auch so ein bisschen nach links und rechts, das geht auch. Da müssen wir aber nur vorsichtig sein, weil er zerlegt sich dann recht schnell wieder. An sich ist das so gedacht, dass das so ist und dann ist auch gut. Ja, ja, und dann könnt ihr damit durch die Gegend rollen. Ja, ein wunderschöner Transformer, wie ich finde. Mag das eigentlich ganz gern, weil man die so komplett zerlegen kann. Denn in diesem Fall ist das so, dass dieser Transformer auch wieder ein Rüstungs-Upgrade ist für einen anderen Transformer. Ich glaube in diesem Falle, ich gucke es nach in der Anleitung, ich glaube für Ironhide, oder? Nee, für Wheeljack. Wenn ihr Wheeljack habt, dann könnt ihr sämtliche Teile dieses Transformers an den Wheeljack dran basteln und habt so einen richtig heftigen, ja, super Autobot. Finde ich immer ziemlich cool. Ich habe jetzt Wheeljack nicht da, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber es ist ja nur ein kurz drauf gekickt, deswegen, das war's schon. Weiter geht's mit dem hier. Und zwar ist das hier das G.I. Joe Exclusive aus dem Hasbro Pulse Shop. Das habt ihr schon mal gesehen, wenn ihr euch das Unboxing angeguckt habt, aber jetzt möchte ich euch das nochmal ein ganz bisschen ausführlicher zeigen. Es ist immer noch ein kurz drauf gekickt, deswegen gar nicht lang schnacken. Wir schauen uns einfach dieses wunderbare Artwork auf der Vorderseite an. Ja, das ist noch die Außenverpackung. Da sind gleich dann noch Figuren drin. Ich finde es persönlich sehr, sehr gut gelungen. Die Zeichnung ist sehr, sehr schön. G.I. Joe steht oben drauf. Und es sind Snake Eyes und Storm Shadow. Ja, ansonsten habt ihr das gleich nochmal auf der Rückseite mit ganz vielen Warnhinweisen. Aber da gucken wir uns lieber vorne diese wunderbare Grafik in ihrer Gänze an. Ja, und dann mache ich es mal auf. Das macht man hier unten auf. Manchmal geht es nicht gut, manchmal geht es zu gut. So, dann hast du hier die Unterseite. Hier sind jetzt noch ganz viele Kleinigkeiten drin. Zeige ich euch am besten einfach mal. Einfach mal aufmachen. Na? Schüttel, schüttel. Und zwar haben wir hier einmal ein... hier ist noch mehr. Ein Warnhinweiszettel. Und dann haben wir hier, ich packe das mal kurz aus, damit ihr auch seht, was da drin ist. Na, wir haben hier irgendwas.
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier ein leicht verwaultes Schwert. Das kriegt man wieder gerade, keine Panik. Ne? Notfalls, wenn sowas passiert und ihr nicht recht wisst, dann einfach mal ein bisschen heißes Wasserbad. Ja, dann wird das meistens wieder. Ja, das ist auf jeden Fall das Schwert. Dann haben wir hier eine, ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Es ist eine Machine-Pistole. Eine Machine-Pistole mit einem Haken hinten dran. Ja, auch die, sehr schick. Dann haben wir hier den Standy, da kann er drauf stehen. Und noch eine kleine Maschinenpistole. Ja, die ist auch mit dabei. Und dann haben wir hier noch eine zweite Tüte. Da ist dann der zweite Standy drin, auch mit Waffen. Ja, das haben sie extra gemacht. So, und jetzt holen wir die beiden Figuren mal raus. Und es ist ja schön, dass da noch so extra Waffen mit dabei sind und so. Die selber haben natürlich auch Waffen mit dabei, aber... Und deswegen könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass das nur ein kurz draufgekickt ist. Denn in diesem Falle ist das wieder etwas, was ich nicht aus der Packung holen werde. Aus diversen Gründen. Zum einen, weil es ja in dieser wunderbaren Exclusive-Verpackung ist und das möchte man dann einfach nicht zerstören, sag ich mal. Ja, und zum anderen, weil die natürlich auf dieser Karte in diesem Retro-Style einfach super, super gut sind. Ja, das würde sich einfach nicht gut transportieren, wenn ich die auspacke. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Wir haben hier Snake Eyes und wir haben Storm Shadow. Der gute Junge, ja, und der böse Junge. So ist das. Und auf der Rückseite haben wir wie immer verschiedene Bios in verschiedenen Sprachen. Das ist natürlich auch total wichtig. Aber hier geht es ja wirklich primär um die Vorderseite. Diese wunderbaren Artworks, schaut euch das an, von Storm Shadow. Sehr, sehr schön. Und die Figur, ja, ich weiß gar nicht, was das für Figuren sind. Wie viele Artikulationspunkte haben die? Ein paar mehr, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mindestens. Also nicht 5 Punkte. Na, sondern 7 Punkt. Und hier ist nochmal der Snake Eyes. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht nochmal näher ran kann. Warte mal. Schaut euch nochmal das Artwork an. Oh, Artwork. Oh, wunderschön. Und hier diese wunderbare Figur. Ja, auch, wie gesagt, mit reichlich Waffen mit dabei. Und bei Snake Eyes ist das ganz genauso. Auch der hat dieses extremst coole Artwork. Ja, das ist so richtig Retro-Style. Ja, finde ich total toll. Und auch da sieht die Figur wirklich fantastisch aus. Das ist halt dieser Retro-Style, ne? Ganz, ganz klar. Ich mag's, aber das muss halt echt auf Karte. So, deswegen gibt's hier gar nicht mehr zu sehen. Ja, kurz draufgekickt, das war's schon wieder mit den G.I. Joe-Figuren. Aber nicht abschalten, ich habe noch ganz, ganz viel, was ich euch zeigen möchte. Jetzt haben wir schon so viele Transformer gesehen, dass das hier, was ich jetzt hier drin habe, gar keinen Platz mehr in der Show finden wird. Somit ist das jetzt eine kleine Vorschau auf die Dinge, die da in den nächsten Wochen kommen werden. Es wird also Transformers geben. Ja, ich weiß, dass hier Transformers drin sind. Ich mache sie mal auf. Wir zeigen euch das. Ich zeige euch das. Wir sind jetzt hier. Hasbro und ich. So, komm hier. Geh auf. Einmal mit Profis. So, ist das schon wieder alles hier. So. Hasbro hat Verpackungsmaterial reingepackt. Verpackungsmaterial und Verpackungsmaterial und Verpackungsmaterial. Und das ist auch gut so, denn die Sachen müssen gut geschützt sein. Denn hier ist nämlich drin... Jawohl. Und zwar der Galvatron aus der Legacy-Reihe. Und ihr seht schon, hier ist kein Sichtfenster drin. Hier ist nichts, wo man reingreifen kann. Das heißt, bei den großen Kollegen hier spart man sich das Sichtfenster komplett aus. Das ist aber auch schön, weil so seht ihr noch gar nicht wirklich viel von der Figur. Und ich kann euch nur kurz zeigen, diesen Galvatron werde ich euch demnächst als Einzelreview auf dem Kanal zeigen. Damit aber nicht genug, denn wir haben auch noch den Kollegen hier. Und auch der ist besonders, denn der hat auch eine ganz, ganz neue Verpackungsart. Die finde ich auch ziemlich schick. Auch Legacy, das dürfte Guard sein. Steht der Name irgendwo drauf? Ja, da. DK2 Guard. Ja, nicht mal mehr auf der Box steht da drauf. Das heißt, ihr könnt noch nicht mal so direkt erkennen, welcher Transformer das ist. Außer ihr habt hier diesen Extra-Zettel mit drauf. Auch das finde ich eine ziemlich coole Verpackungsvariante. Ich bin gespannt, ob sich das weiter so entwickelt mit den Verpackungen. Es scheint ja jetzt irgendwie der Deal zu sein, möglichst wenig Plastik. Das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und ja, schön. Schön, aber damit ja noch nicht genug. Was dachtet ihr denn? Also diese zwei wird es demnächst einmal geben auf dem Kanal. Und ich habe ja noch ein Paket. Jawohl. Ich pack's aus. Für euch. Extra für euch. Ja, kleine Vorschau. Demnächst bei Silent Mike auf dem YouTube-Kanal viele, viele Transformers. Komm her, ich
möchte meine Transformers auspacken. Ich hab Bock drauf. Ich hab Bock drauf. Was haben wir hier drin? Verpackungsmaterial. Oh, das ist sogar Zauberverpackungsmaterial. Das ist ohne Ende. Oh. So, und hier haben wir nämlich drin, passend zum Galvatron, haben wir hier nämlich drin, immer Wegverpackungsmaterial, so, nämlich den Transformers Leader Class Optimus Prime. Und das ist ein ganz abgefahrener Bursche, denn der sieht im Truck-Modus ziemlich cool aus und im Roboter-Modus ist das einfach ein wahnsinniges Monster mit extrem, hier sieht er schon mit den extrem coolen Schulterwaffen, richtig geil, freue ich mich total drauf, habe ich Bock, ja, Galvatron, komm her Galvatron, Galvatron, Guard und Optimopti, aber damit noch nicht genug, denn wir haben hier noch einen und auf den bin ich auch richtig scharf, denn das ist einer meiner absoluten Lieblingstransformer, auf den ich schon immer, so, Karton kann erstmal runter, so, auf den ich schon richtig Bock habe, schon seit sehr, sehr langer Zeit, nämlich Cyclonus. Also Galvatron ist sowieso einer meiner Favorites, ich mag die Transformer aus dem Film alle sehr, sehr gerne, aber hier, Cyclonus, oh, richtig geil. Ist es auch Cyclonus? Ja, Cyclonus and Nightstick. Das macht der Nightstick mit dabei, was das auch immer heißt. Wahrscheinlich irgendein kleiner. Ihr seht jetzt nicht viel. Aber das macht ja wie gesagt nichts, denn diese vier werdet ihr demnächst noch in einer größeren Review sehen. Das heißt in einer größeren, in vier einzelnen Reviews. Da gibt es vier kleine süße Reviews mit jeweils einem Transformer. Vielleicht kombiniere ich auch den einen oder anderen, aber egal. Na, nur damit ihr mal gesehen habt, was dann so demnächst kommt. Das war der Karton. So, werfen wir doch mal einen Blick in die Vergangenheit. Ja, und ihr seht schon, Dinobots. Das heißt, wir sind sehr, sehr weit zurück in der Vergangenheit. Das sind natürlich ganz, ganz klassische Transformers. Wusstet ihr übrigens, dass die Transformers-Reihe damals eigentlich aus verschiedenen Robotern, aus verschiedenen Toylines bestand? Das war gar nicht so geplant, zwingenderweise. Man hat da einfach so ein paar Roboter gesehen und gesagt, die können wir zusammen in einer Line verkaufen. Und daraus sind im Prinzip die ersten Transformers entstanden. Ja, so die Legenden. Ja, und dann gab es natürlich dann im Laufe der Zeit so wunderbare Charaktere wie Grimlock und den hier, wo ich jetzt gerade den Namen nicht im Kopf habe. Es ist ein Dinobot, so viel kann ich sagen. Ja, solche Retro-Toys in den Händen zu halten, die einfach 40, 50 Jahre alt sind, ist fantastisch. Das macht einfach richtig Spaß. Und vor allen Dingen, wenn die dann auch noch in einem Zustand sind wie diese hier, die sind nämlich noch relativ gut vom Zustand her. Klar, hier ist mal so ein Bein so ein bisschen locker, aber generell sind die noch echt gut. Wenn man bedenkt, dass die Kids damals damit gespielt haben. Wir haben damals damit gespielt. Ja, ich freue mich, dass ich sie habe. Es sind zwei wunderbare Dinobots, die immer einen besonderen Platz in meiner Sammlung haben. Ja, sowas muss man ausstellen. Finde ich total genial. Ansonsten habe ich aktuell keine klassischen Transformers von damals mehr. Es gab da natürlich einige sehr schöne. Es gab den Optimus Prime. Es gab natürlich einen Megatron, der zu einer Waffe sich verwandelt hat. Auch der war ziemlich cool. Und. Also es gab eine ganze Menge cooler Charaktere damals. Die G1 Transformer waren unheimlich kreativ und unheimlich schön. Und hier haben wir jetzt schon mal zwei. Den Grimlock stelle ich nochmal beiseite, weil über den rede ich nachher nochmal ein bisschen ausführlich. Wir gucken uns erstmal den Kollegen hier an. Und ihr seht schon, ja, das ist so richtig retro, so richtig klassisch. Hier ist dann noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ist das das bekannte und berühmte Wack-Metal, was hier? Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ist einfach nur metallisches Plastik. Aber es ist schon sehr schön. Dieser ganze Roboter bzw. Dino sieht einfach wunderbar aus. So, ich transformiere den mal kurz und dann gucken wir uns mal die Roboter-Variante an. So, da ist er, die Roboter-Variante. Damals waren die Transformationen immer ziemlich ähnlich. Meistens so ein paar Sachen aufklappen, dann in der Hüfte einmal drehen, die Hände rausklappen und dann war es dann auch schon fertig. Im Prinzip ist es hier ziemlich genauso. Und wenn ihr mal guckt, das ist natürlich optisch, ja, alles andere als perfekt, klar, keine Frage. Heutzutage sehen die Transformers erheblich besser aus. Also gerade die Roboter-Varianten sind oft wirklich extremst cool. Aber auch der ist natürlich super cool, weil es ist halt einfach retro. Das ist sowas von retro. Ich feiere das total und bin total begeistert. Auch vom Gesicht her sieht er einfach toll aus. Ich finde auch ziemlich cool, dass bei meinem die Sticker alle noch so schön kleben. Das hast du auch nicht überall. Also wirklich vom Zustand her toll. Ja, aber ein Dinobot stellt man natürlich nicht in seiner Roboterform hin. Das ist ja wohl ganz klar, oder? Von daher, der wird gleich wieder zurücktransformiert. Keine Frage.
Wenn ihr alte Transformers haben wollt, werdet ihr natürlich nur noch über den Zweit- und Drittmarkt glücklich werden. Mit ein bisschen Glück findet ihr nochmal einen auf dem Flohmarkt, ist aber seltener. Ansonsten könnt ihr natürlich die Toy-Börsen abklappern, klar, keine Frage. Oder die große Bucht im Internet, da gibt es auch immer mal was. Ja, lasst euch da aber nicht über den Tisch ziehen. Na, man muss nicht so viel ausgeben. Es sind alte Toys, die sind teilweise bespielt. Ja, und gebt da nicht immer ein Vermögen für aus. Ist einfach mein Tipp. Sucht ein bisschen, wartet ein bisschen und manchmal findet man auch mal was auf dem Flohmarkt. So, was habe ich denn noch auf der Agenda hier? Was gibt's denn als nächstes? Ah, auch was Schönes, wird euch gefallen. Let's get ready to rumble! Machen wir eine weitere Zeitreise in die 80er Jahre. Das Kabelfernsehen erobert ganz Deutschland. Und aus drei Sendern werden plötzlich ganz, ganz viele. Und mit diesen neuen Sendern hielt auch eine Show Einzug in unsere Kinderzimmer, nämlich die Show der WWF. Da geht es nicht um irgendwelche Pandas, die gegeneinander kämpfen. Nein, nein, das ist eine andere WWF. Ich spreche von der World Wrestling Federation. Ja, damals hieß das noch so, bevor es in WWE umbenannt wurde. Damals war es die World Wrestling Federation. Und ihr seht, da gab es Figuren zu. In den 90ern kamen dann die Figuren irgendwann auf den Markt. Ich habe da damals leider gar keine von gehabt. Schade eigentlich. Aber ihr seht die Figuren. Wunderschön. Hier haben wir Hulk Hogan auf Karte. Ach, es ist so toll. Mit diesem wunderbaren Bild von ihm, wie er gerade sein Shirt auseinanderreißt. Es ist einfach fantastisch. Und auch die Figur sieht einfach richtig toll aus. Ja, das waren damals gute Zeiten. Tolle Actionfiguren mit einer schönen Likeness, aber trotzdem irgendwie, ja, manche sehen ein bisschen komisch aus, da warne ich euch schon mal vor. Es gab wirklich alle Wrestler, die ihr euch vorstellen könnt. Und ich möchte euch eine kleine Auswahl zeigen, die ich sehr interessant finde von Wrestlern, die auch damals in der Zeit super aktiv waren, als ich das aktiv auch wirklich geschaut habe. Ich schaue jetzt nicht mehr ganz so oft, aber das sind halt meine Helden von damals. Leider habe ich keine Figuren davon gehabt. Und schade, die sind inzwischen teilweise auch richtig Geld wert. Also wenn die in gutem Zustand sind, könnt ihr die momentan gut verkaufen. Wir haben hier auf jeden Fall Bret the Hitman Hart. Den kennt ihr. Der ist super. Und die hatten alle so ein Action-Feature. Manche hatten so einen Hüftschwung, andere konnten hier wie die Bushwrecker so machen. Na, und einer konnte den Arm immer so. Also es waren immer tolle Features mit dabei. Die hatten wirklich, die machten Spaß. Es waren wirklich gut gemachte Action-Figuren. Schön stabil. Nicht so, na, die hatten jetzt nicht so wahnsinnig viele Bewegungspunkte. Die waren halt einfach stabil zum Spielen. Zum gegeneinander wrestlen, so sollte das sein. Und Bret the Hitman Hart ist natürlich ein Kultcharakter, keine Frage. Genauso wie der hier, der Ultimate Warrior. Da fällt dir gleich die Musik ein, das wird richtig fetzig gleich, oder? Bist du richtig mit dabei? Es ist einfach total cool. Es sind halt wirklich die Helden von früher, ne? Auch der hier, Shawn Michaels, der Heartbreak Kid, er sieht ein bisschen komisch aus, ne? Die Kopfhaltung ist etwas seltsam und auch das Gesicht, aber wenn man genau hinguckt, man erkennt den. Das ist ja der Witz an der Sache, die sind halt einfach wirklich zu erkennen. Und das finde ich super, also schon damals. Ja, ganz besonders cool finde ich ihn hier, Razor Ramon. Also viel besser hätte es nicht machen können. Der sieht natürlich überragend gut aus, keine Frage. Also das ist wirklich fantastisch, wirklich, wirklich gut gelungen. Ganz tolle Figur und ja, der ist cool. Ist schade, dass ich da keinen habe, echt, ganz ehrlich. Genauso wie ihn hier, der Undertaker, natürlich mein großer Held. Ja, wer hat ihn nicht geliebt, immer schon. Wir alle lieben den Undertaker. Ist einfach ein großartiger Charakter, tolles Gimmick und das hat sich einfach bewährt im Laufe der Jahrzehnte, ja, bis ja fast heute. Ja, ist ja kürzlich mehr oder weniger in Rente gegangen, aber er hat seinen Hut ja wieder doch mitgenommen. Na, von wegen, man weiß ja nie. Und das finde ich einfach toll, das ist einfach klasse und ja, sie hätten die Streak nie beenden dürfen. Ich glaube, das wäre gut gewesen, wenn er mit... Findet ihr nicht? Ich weiß es nicht. Aber wir haben eine tolle Figur. Na, sogar hier, so diesen... Das ist geil. Das ist einfach mega. Der Undertaker, total cool. Mit Hut. Ich glaube, den konntest du auch nicht abnehmen. Ist halt so. Dann ein Wrestler, den ich auch sehr, sehr, sehr geliebt habe. Und zwar Mr. Perfect. Den mochte ich einfach. Ich weiß auch nicht. Der ist einfach ein super cooler Charakter gewesen. Mega arrogant irgendwie. Aber er war halt Mr. Perfect. Ja, besser wird's nicht. Ja, auf jeden Fall ein sehr klassischer Wrestler, der auch technisch auch unheimlich viel drauf hatte. Damals, ne? Für die damaligen Verhältnisse. Da war das ja alles noch ein bisschen anders. Na, heutzutage hast du ja viele High-Performer, was so Jumps und so angeht. Und also das ist schon krass, was heutzutage da abgeht. Aber damals war es halt auch schon cool. Und er war halt ein absoluter Techniker, der Undertaker, der Mr. Perfect, großartig.
Ja, dann haben wir hier Earthquake und Typhoon. Und auch die, du siehst die und denkst, wow, die sehen genauso aus wie die Wrestler damals. Wie mega geil ist das bitte? Ja, finde ich total cool. Ja, Typhoon und Earthquake. Ich weiß ganz genau, wie Earthquake noch so eine Fehde mit dem Hogan hatte damals, ne? Richtig krass. Oh. Das ist lange, lange her. Und Typhoon, war der nicht vorher als Tugboat unterwegs? Keine Ahnung. Also es ist ganz oft so, dass Wrestler im Laufe ihrer Karriere ganz, ganz viele verschiedene Charaktere dargestellt haben. Ja, bei Mankind ist es zum Beispiel ganz besonders schlimm. Der ist sogar in einem Royal Rumble 5-mal aufgetreten in verschiedenen Attires. Keiner hat es gemerkt, außer die Bescheid wussten. Also es ist schon immer eine schöne Show gewesen und ja, es war einfach immer toll. Und gerade in den 80ern, es hat also so viel Spaß gemacht. Ja, und wer kennt ihn nicht? Carsten Schäfer im Ohr, der ja lange Jahrzehnte immer noch Sprecher gewesen ist beim Wrestling. Und ja, ich glaube, der ist jetzt in Rente gegangen auch. Verdient. Ja, Carsten Schäfer, wir werden dich vermissen. Genauso wie ihn hier, Sergeant Slaughter. Das war auch lustig, denn der war ja nicht nur als Wrestler unterwegs, sondern auch eine Kultfigur in der G.I. Joe Zeichentrickserie. Warum man das gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich so ein Marketing-Trick gewesen. Aber Sergeant Slaughter ist natürlich cool. Allein der Name ist super. Sergeant Slaughter. Und er sah auch immer cool aus. Also mit seinem, ne, mit seiner Sonnenbrille und dem Schnurrbärtchen. Das hatte immer was. Und den Hut dazu. Wunderbarer Charakter einfach. Auch ganz, ganz klasse. Genauso wie er hier. Yokozuna. Und da siehst du schon anhand der Figur, wie bulky und breit der einfach gewesen ist. Das war auch ein absolut cooler Charakter. Yokozuna. Da wollte keiner in der Arschbombe sitzen. In der Arschbombe. Ich sag das gezielt so. Das ist halt einfach auch ein fantastischer Charakter. Ja, dann Bam Bam Bigelow. Auch der super interessant. Auch von der Gesamtoptik her war das immer ein sehr, sehr spannender Wrestler. Das fand ich auch immer sehr, sehr cool. Es war, glaube ich, auch eigentlich immer ein Heel. Es war immer ein Heel. Er war immer einer der Bösen. Aber er sah halt einfach immer cool aus. Ja, und da er ja auch ein bisschen voluminöser war, da war das halt auch irgendwie immer so, wow, es ist, ne? Es gab ja so viele Wrestler, ich habe ja jetzt ja einige gezeigt, die tatsächlich auch richtig dick waren. Ja, die hatten zwar Muskeln drunter, aber die waren auch richtig dick. So war das auch irgendwie ein Vorbild für viele junge Leute irgendwie. Ne? Man hatte immer auch den Wunsch, selber Wrestler werden zu können. Ich fand das auch immer so. Ich wäre auch gern Wrestler geworden, aber da hätte ich viel früher mit irgendwas anfangen. Jetzt ist sowieso lange zu spät. Na, dann haben wir noch Papa Shango. Den fand ich auch immer sehr, sehr spannend. Der war, glaube ich, gar nicht so lange aktiv dabei mit dem Gimmick. Aber das ist halt was hängen geblieben ist. Eben auch wegen dieser optischen Ähnlichkeit zu dem Bond-Bösewicht damals. Na, und fand ich auch ziemlich genial. Dieses Voodoo-mäßige. Das war ein tolles Gimmick. Also ich wundere mich, dass das nicht größer geworden ist damals. Na. Und ja, es gab halt einfach unzählige. Hier habt ihr nochmal eine Grafik, wo ihr ganz, ganz viele davon seht. Es gab wirklich alle. Also von Doink dem Clown über die Legion of Doom. Es gab nichts, was es nicht gab. Million Dollar Man etc. 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 Es gab die Figuren alle. Es gab sogar vor ein paar Jahren nochmal so ein Re-Release. Da wurden nochmal so ein paar Figuren irgendwie auf den Markt geworfen von neueren Charakteren. Auch sehr, sehr faszinierend. Aber das ist eine tolle Line, die einfach über Jahrzehnte hinweg spannend war. Heutige Wrestling-Figuren sehen natürlich völlig anders aus, aber das war damals das Spielzeug von den Kids und es war einfach fantastisch und toll und auf jeden Fall bemerkenswert und deswegen hiermit in dieser Show. Den habe ich euch vorhin ja schon mal gezeigt, den Grimlock, und wir wollen jetzt mal so ein bisschen über Varianten reden. Es gab ja im Laufe der Zeit unzählige Reihen der Transformers, es wurden Figuren immer wieder neu aufgelegt, immer in unterschiedlichen Größen, je nachdem in welcher Reihe sie erschienen sind, und so war es natürlich auch mit Grimlock. Und wie der Zufall es so will, habe ich von Grimlock drei verschiedene Varianten da. Einmal die Vintage-Version. Hier ist noch so eine Waffe an der Seite. Ich weiß gar nicht, ob die dazugehört. Die war irgendwie irgendwann mit dabei. Und ihr seht schon, ja, der sieht richtig großartig aus. Für einen Transformers von damals ist der wirklich fantastisch gelungen. Ja, alles, was man sich von Grimlock erwünscht, ist hier mit dabei. Er sieht einfach großartig aus. Ist einer, ja, der tollsten Transformers, finde ich, von damals. Also ganz, ganz klar. Dinosaurier gehen sowieso immer und der ist natürlich mega, mega gut. Auch in seiner Dino-Form sieht er einfach toll aus. Wir werden gleich noch sehen, wie er in der Roboterform aussieht. Ja, und es gibt manchmal so kleine Editionen. Das hier zum Beispiel ist so eine günstige Variante. Ich kann euch gar nicht sagen, aus welcher Line der stammt, aber das ist auf jeden Fall ein kleinerer Grimlock, der sehr viel einfacher ist. Und ihr seht schon, da hat man zum Beispiel sich das gespart, die Arme extra zu machen. Die kleinen Ärmchen sind halt einfach fest mit dran und man kann den Mund auch nicht bewegen. Also es ist halt auf jeden Fall
eine der kleineren Editionen, eine der günstigeren Varianten. Ja, und ich glaube, der ist auch noch gar nicht so wahnsinnig alt. Also der ist erst ein paar Jahre alt. Und relativ neu und eine der ultimativen Versionen ganz einfach von Grimlock ist natürlich der hier. Denn das ist der Studio Series Grimlock zum Movie, zum Animation Movie von damals. Ja, es gab einen wunderbaren Animationsfilm damals in den Kinos. Ja, mit Orson Welles als Stimme von Unicron. Fantastisch. Ja, und unter anderem auch Leonard Nimoy, der hat den Galvatron gesprochen. Großartig natürlich Peter Cullen auch als Optimus Prime. Und dieser Film ist einfach absolut skurril und da kam natürlich auch der Grimlock mit vor und dafür gibt es halt diese wunderbare Figur. Und ihr seht schon, so von den Größenvergleichen, ja, ist das schon eine ganz schöne Hausnummer hier. Ja, also es gibt die wirklich in jeglicher erdenklichen Größe. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, und für jeden Geldbeutel im Prinzip was mit dabei. Wobei den Vintage Grimlock, den könnt ihr ja so jetzt ohne weiteres nicht bekommen. Der müsste theoretisch noch irgendwo zu kriegen sein. Der ist noch nicht ganz so alt. Naja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Müsst ihr mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Ding und auch noch ein richtig großer. Ja, ich weiß gar nicht, ist das Leader Class? Ich glaube ja. Ziemlich geil. Ich werde sie mal transformieren und dann vergleichen wir nochmal die Roboter untereinander. Ja? Roar, me, Grimlock! So, und wie von Zauberhand habe ich sie dann jetzt alle mal transformiert. Interessanterweise funktionieren die Transformationen all dieser drei Transformers auf sehr ähnliche Art und Weise. Das heißt, auch diese neue Variante, ja, transformiert sich fast genauso wie der hier. Das finde ich eigentlich persönlich ziemlich spannend. Und selbst diese kleine, günstige Variante hat eigentlich fast genau dieselben Transformationsschritte. Klar, das eine ist ein bisschen komplexer, das andere ein bisschen weniger. Der eine versteckt etwas mehr vom Dino, der andere etwas weniger. Aber ihr seht, alle haben sie hinten den Kopf noch dran. Ja, auch er hier. Alle haben sie hinten den Kopf noch dran. Ich finde, Grimlock sieht auch in seiner Roboterversion ziemlich genial aus. Klar, die klassische Variante wirkt natürlich etwas altbacken, wenn man sich das jetzt genau anguckt. Ja, aber selbst dieser kleine neue sieht einfach fantastisch aus. Also, finde ich ziemlich gut. Das ist sogar einer, den würde ich tatsächlich wahrscheinlich sogar im Robotermodus dastehen lassen, weil den finde ich dann ziemlich cool. Vor allen Dingen, wenn man dann schon zweimal Grimlock in Dino-Variante da hat, macht das natürlich Sinn, wenn man dann auch nochmal einen in Roboter-Variante daneben stehen hat. Ja, Vintage, günstige Variante und Studio Series, da kann man natürlich einiges erwarten. Und ja, das wird hier wird auch absolut geliefert. Dieser Transformer ist einfach fantastisch, richtig gut gemacht, sieht toll aus. Da ist wirklich alles richtig gemacht worden. Die Beine sehen toll aus, die Füße. Ja, der Kopf ist wirklich gut gelungen. Also ich bin sehr begeistert von diesem Transformer. Ja, da ist tatsächlich sogar noch ein kleiner mit dabei. Also ne, irgendwie so ein kleiner Kollege, fragt mich jetzt gerade nicht, welcher. Im Film wird das alles gezeigt und erklärt. Ich mag den total. Ich finde den großartig und freue mich, dass ich ihn besitze. Und der muss natürlich auch demnächst erstmal hingestellt werden. Den hatte ich jetzt die ganze Zeit noch in der Verpackung schlummern. Bis vor kurzem. Aber jetzt wird er auf jeden Fall mit ins Transformers Regal gestellt. Fantastische Figur, einfach dieser wunderbare Grimlock. Es ist Zeit für meine Lieblingstransformer und ja, ich habe die hier jetzt alle ausgebreitet und werde sie euch jetzt nach und nach einmal in der Roboter-Variante zeigen. Und den Anfang macht Hot Rod, ein Transformer, den ich seit dem Film sehr, sehr mag. Tatsächlich fehlt mir noch ein großer Rodimus Prime, zu meinem Glück. Aber egal, hier haben wir nochmal im Vergleich die kleine Variante, dass ihr das mal seht, wie die so im Vergleich rüberkommen. Also tatsächlich ist der natürlich größer und insgesamt ja, interessanter von der Machart her als der kleine. Aber der kleine sieht tatsächlich mehr so aus wie der aus dem Film. Das finde ich auch faszinierend, ja, dass dieser große Kollege hier tatsächlich eine Variante ist, die in Fahrzeugform natürlich ziemlich gut rüberkommt, aber in Roboterform ist einfach sogar der Kleine irgendwie noch ein Stück besser. Aber Hot Rod, für mich auf jeden Fall einer der klassischen, coolen Transformers von damals. Seit dem Film habe ich den sehr geliebt, obwohl er natürlich ein ziemlicher Heißsporn ist. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Vom Design her. Es ist einfach ein schönes Design. Ich mag die Farbgebung. Ich finde diesen Spoiler hinten total cool. Spoiler-Alarm. Ja, es ist auf jeden Fall schon mal eine
einfach ein klassischer Transformer, den ich sehr, sehr liebe und deswegen muss der auf jeden Fall im Regal stehen. Wie gesagt, ein Rodimus Prime würde mir wohl noch fehlen, aber ja, man kann nicht alles haben. Den hier habt ihr vielleicht sogar schon mal gesehen auf meinem Kanal, denn da gibt es eine Review zu, obwohl zu dem Hot Rod glaube ich auch. Also es gibt eigentlich zu jedem der Transformers, die ich euch jetzt noch zeigen werde, eigentlich auch eine Review auf dem Kanal. Da könnt ihr euch auch das genauer angucken. Auch die Transformation und alles, da will ich jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, das Video wird sowieso schon wieder so lang. Sondern ich möchte euch einfach meine Lieblingstransformer zeigen und das ist halt auch wichtig. Ja, Starscream, keine Frage. Ja, von Frank Welker gesprochen im Original. Der hat eine so tolle Stimme, das ist einfach der Wahnsinn und ich finde es immer schön, Starscream zu hören. Ein Charakter, der natürlich immer nach Macht gestrebt hat. Er wollte eigentlich Megatron immer seine Macht nehmen und ich feiere das. Auch im Film eine fantastische Figur. Also total toller Charakter, der leider im Film nicht so lange mit dabei ist. Aber Starscream habe ich immer sehr, sehr geliebt. Ich mag das Design, es ist ein Jet natürlich, klar, keine Frage. Ich finde auch hier wieder die Farbgebung fantastisch. Und ja, ein toller Transformer, der einfach insgesamt super aussieht. Witzig ist, dass man sich hier tatsächlich bei der Transformation wieder sehr an dem Vintage Starscream orientiert hat. Also diese Transformation hier ist dem Original von damals sehr stark nachempfunden. Auch vom Gesamtdesign her, ja, ist das ein toller Transformer, auf jeden Fall. Es gab da noch eine zweite Variante. Die habe ich dann mal irgendwann gegen die hier ausgetauscht, weil der einfach superior ist. Der ist einfach geiler, weil der wird auch zu dem Jet. Der andere wurde, glaube ich, nicht zu einem Jet, sondern zu so einem... Auf Cybertron, auf dem Originalplaneten, wo die alle herkommen. Ja, den gibt's wirklich, ja. Da haben die alle noch eine andere Transformationsphase gehabt. Die Dinger, die wir so kennen, das sind dann ja, da sind sie ja auf der Erde gestrandet, ja, und mussten sich dann eben entsprechend in ihrer Transformation, damit sie auch more than meets the eyes sind, ja, und sie sich verstecken konnten vor uns Menschen, haben sie dann halt eben menschliche Fahrzeuge klingt irgendwie falsch, aber ihr wisst, was ich meine, eben Fahrzeuge, die es auf der Erde gibt, als Vorbild genommen für ihre Transformation. Deswegen gab es da immer unterschiedliche Varianten. Natürlich auch praktisch für den Spielzeughersteller, weil so kann er immer zwei oder drei Varianten herstellen, ja. Sehr gut. Aber Starscream gehört natürlich zu meinen absoluten Favorites, keine Frage. Ich finde den großartig. Nicht weniger großartig ist natürlich Soundwave, ein sehr treuer Diener Megatrons. Ja, ich habe jetzt hier keine Kassetten. Normalerweise, das war ja der Kassettenrekorder. Da konntest du halt vorne die Klappe aufmachen, hier mit so einem Knopf. Der ist sogar funktionabel und dann sind hier Ravage, Laserbeak. Soundwave hat auch immer so eine tolle Stimme gehabt. Ja, die sind dann da so rausgekommen. Ja, und den mochte ich schon immer. Und auch da gibt es sogar noch eine Leader-Class, den ich leider nicht habe. Aber egal, dieser hier ist schon ziemlich cool. Ich mache das dann aber so, dass er dann so aussieht, als würde er hier gerade auf seinen Kassettenknopf drücken. Großartig, fantastisch. Kassetten kennt ihr noch, ja? Ihr wisst Bescheid, gar Kassetten hier. Ja, die wären dann hier jetzt so rausgesprungen und hätten sich dann auch transformiert. Was soll ich sagen? Soundwave ist einfach einer der besten Transformers aller Zeiten und wird es auch immer bleiben. Ganz, ganz großartig. Ich habe mich so gefreut, den im Film Bumblebee in dieser Variante zu sehen. Großartig. Ja, der hier ist ziemlich battle-damaged. Vielleicht brauche ich doch nochmal eine Leader-Class. Mal gucken. Auch von Optimus Prime habe ich keine Leader-Class, sondern nur den Kollegen hier. Ich weiß gar nicht, die Abstufungen sind irgendwie Core, Deluxe, Core, Voyager, Deluxe und Leader. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich glaube, diese vier Klassen gibt's. Und das ist auf jeden Fall schon mal so eine Deluxe-Klasse, glaube ich. Einer von den größeren auf jeden Fall. Ich kann mich da auch täuschen. Vielleicht ist auch Voyager-Klasse. Ich komme da immer durcheinander mit den Klassen. Das macht aber auch nichts. Das geht wahrscheinlich vielen Leuten so. Außer so absoluten Transformers-Experten. Da würde ich mich nicht dazu zählen. Ich mag die einfach. Ja. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich genialer Optimus Prime. Natürlich mit seinem... mit seinem Anhänger hier, der dann zu einer Operationsbasis wird. Finde ich auch ziemlich cool. Und ja, viel besser als der wird es aber eigentlich auch nicht. Also ich habe mir verschiedene Optimusse angeguckt und ich finde den hier, ja, das ist einer der schönsten. Er hat halt das klassische Design. Warte mal, nimm mal einen Arm runter, Optimopti. Ja, das klassische Design mit dem Visier vorne am Helm finde ich sehr, sehr geil. Ich weiß gar nicht, ob der Lightpiping hat. Ich glaube nicht. Das ist teilweise so, dass die oben eine kleine Öffnung haben, wo dann ein durchsichtiger Stein verbaut ist,
was heißt Stein, also da ist was Durchsichtiges verbaut, durchsichtiges Plastik bis hin zu den Augen. Und wenn man von oben Licht reinscheinen lässt, dann leuchten die Augen richtig schön auf. Das nennt sich Light Piping, finde ich fantastisch. Und das haben ganz viele Transformer, ich glaube der jetzt aber leider nicht. Aber insgesamt ist das halt einfach ein überragender Optimus Prime, der einfach auch eine schöne klassische Transformation hat und einfach insgesamt großartig aussieht. Und es muss auch nicht immer so ein Riese sein, sondern ich bin auch mit dem sehr, sehr glücklich. Auch hier gibt es natürlich noch Varianten verschiedenster Art und Weise, aber ich mag halt diese klassische Version von Optimus einfach mit am liebsten. Und deswegen, der steht auch immer im Regal, deswegen ist der auch ein bisschen staubig. Ja, immer schön sichtbar für mich. Muss sein. Nicht weniger staubig ist der hier, Ultra Magnus. Und auch den muss ich natürlich erwähnen, denn auch der gehört zu meinen absoluten Favoriten. Natürlich optisch ein Stück weit angelehnt an Optimus Prime, das ist klar. Ist auch ein Truck, hat eine ähnliche Farbgebung und er sollte ja dann der Leader nach dem Leader werden. Wenn ihr euch den Film anguckt, dann erklärt sich das, falls ihr ihn noch nicht kennt. Guckt ihn euch ruhig mal an, ist ein Meisterwerk. Ja. Am besten auf Englisch, wegen der Originalsprecher. Aber das ist auf jeden Fall Ultra Magnus, auch einer meiner absoluten Favoriten. Ja, feiere ich total. Auch da gibt es ein Review auf dem Kanal, könnt ihr euch gerne angucken. So, und ihr habt auch nicht geglaubt, dass ich euch davonkommen lasse ohne einen Megatron. Seit Jahren gibt es keinen Megatron mehr, der sich direkt in eine Waffe verwandelt. Wobei, das stimmt nicht ganz. Es gibt wohl eine neue Nerf-Variante. Aber der sieht insgesamt komplett anders aus. Aber die klassische Optik als Transformation in eine Feuerwaffe zu bekommen, ist nicht mehr ganz so einfach. Das ergab ja auch nie wirklich Sinn. Weil er ist so groß, ja, und transformiert sich in diese kleine Waffe, die Starscream zum Beispiel halten kann und abfeuern kann, ist irgendwie sinnbefreit. Das passt irgendwie nicht, das stimmt irgendwie nicht. Deswegen ist er in den meisten Fällen inzwischen naheliegenderweise ein Panzer. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, denn Megatron, den stellt man doch natürlich so hin. Und das hier ist, ja, für mich einer der schönsten Megatrons, die es auf dem Markt gibt. Es gibt noch ein, zwei, die wären noch cooler, aber ich bin mit dem hier schon sehr, sehr zufrieden. Ich habe auch noch den aus der Studio Series aus dem dritten Film, glaube ich. Der gefällt mir auch gut. Das ist der mit diesem leicht kaputten Kopf und dem Cape. Ihr erinnert euch vielleicht. Aber das ist natürlich eine klassische Version mit diesem klassischen Gesicht. Finde ich ziemlich großartig. Bin ich ganz, ganz großer Fan von Megatron. Ganz, ganz großartig. Ja, einfach einer der geilsten Transformers überhaupt. Liebe ich total und ich freue mich immer wieder, wenn ich am Regal vorbeischaue und mir die genauer angucke. Das ist immer schön. Ja, ich habe vorhin, glaube ich schon, bin mir nicht ganz sicher, das ist schon so lange her, wo ich das gemacht habe, beim Unboxing der Figuren, die demnächst auf dem Kanal kommen, auch den Cyclonus und den Galvatron gezeigt. Ja, und die finde ich natürlich auch mega geil. Ja, und die sind jetzt hier jetzt nicht nochmal mit dabei, weil wäre ja repetitiv. Ne? Die zeige ich euch ja demnächst nochmal in einzelnen Reviews. Gehören aber auch zu meinen Lieblingen absolut mit dazu. Also im Prinzip noch Scourge, Cyclonus und Galvatron. Und dann habt ihr sie so ziemlich alle. Das sind meine Lieblingstransformers. Und ja, Megatron ist natürlich mega cool. Der hat es schon im Namen drin. Machen wir doch mal ein kleines Ratespiel. Erkennt ihr die beiden hier? Nicht? Ja, manchmal ist das so, dass Hasbro in Kooperation mit anderen Firmen einfach so richtig coole Crossover rausbringt. Und das hier sind zwei davon. Erkennt ihr sie nicht? Wisst ihr nicht, wer das sein soll? Doch, ich bin ziemlich sicher, dass die meisten von euch schon erkannt haben, um welche Transformers es sich hier handelt. Und ich feiere die sehr. Es gibt auch für diese beiden natürlich eine Review auf dem Kanal. Müsst ihr mal raussuchen. Ich glaube nicht, dass ich die da oben eingeblendet habe. Falls doch, dann blinkt das da oben jetzt leicht auf. Könnt ihr mal draufklicken. Wobei, da würdet ihr dann ja nur die eine oder die andere sehen. Ach, ist egal. Findet man auf dem Kanal ganz leicht, sobald ihr auch wisst, wer es ist, dann sowieso. Aber ihr wisst das schon, oder? Ihr habt es schon erkannt, oder? Ihr wisst genau, wer das ist? Ihr kennt doch die Details, oder? Und auch hier ist doch ganz klar, wer hier das Vorbild ist, oder? Soll ich es auflösen? Na gut, weil ihr das seid. Und? Habt ihr es erraten? Natürlich ist das hier der DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Und hier haben wir natürlich Ecto 1 aus Ghostbusters. Ich finde sowas mega geil und ich feiere diese Fahrzeuge total. Ja, logisch, oder? Freue mich immer wieder, wenn ich sie sehe,
wenn ich da am Regal vorbeilaufe. Es ist einfach ein Traum. Vor allem, weil die wirklich sehr, sehr gut gemacht sind in Fahrzeugform. Ihr seht das schon. Das sieht einfach top aus. Ja. Hasbro macht das ab und zu mal, so Kollaborationen mit anderen Firmen, mit Filmen. Es gibt zum Beispiel noch von den X-Men den Quinjet und unter anderem ganz neu ist auch so ein Ding zu Jurassic Park. Da habt ihr dann den Dinosaurier und den Jeep aus Jurassic Park und könnt die auch transformieren, auch mega geil. Ja, die zwei habe ich, die sind jeweils zu irgendwelchen Special-Jubiläen rausgekommen. Irgendwie 35 Jahre Ghostbusters, 40 Jahre Ghostbusters, ich weiß es gerade nicht. Und auch hier, das sind ja alles Sachen aus den 80er Jahren. Absolut fantastisch, feiere ich. Jenseits von Gut und Böse. Aber die stehen natürlich in Fahrzeugform im Regal, klar, logisch. Hiervon habe ich ebenfalls jede Menge. Ich glaube, ich habe nahezu alle Charaktere. Außer so ein, zwei, die in so Special Packs erschienen sind, habe ich hier fast alle Charaktere da. Das ist natürlich Overwatch. Von Hasbro gab es Figuren zu Overwatch. Und hier seht ihr beispielsweise meinen Main, meinen absoluten Lieblingscharakter. Ja. Der ist super cool. Das ist natürlich Junkrat. Super genial hier mit seiner Mine hinten drauf, mit seinem Reifen. Auf der Rückseite, schaut mal, da hat er diesen Reifen auf der Rückseite. Ansonsten, diese Figuren sind wirklich toll gemacht. Sie haben unglaublich viel Zubehör mit dabei. Der hat hier seine Waffe, dann so einen Schusseffekt, eben die Mine, diverse Teile an seiner Rüstung drauf, den Reifen hinten. Also es ist wirklich alles mit dabei. Genauso wie der Soldier 76, der seine Waffe dabei hat. Ja, die sind so detailliert und so schön gemacht, das ist echt der absolute Wahnsinn. Hochbeweglich die Figuren, einfach ganz, ganz großartig. Und tatsächlich ist es so, dass diese Figurenline auch im Spielwarenhandel im großen Stil zu kriegen war und relativ schnell ja, im Clearance war. Also preisgünstiger und preisgünstiger wurde. Aus irgendeinem Grund scheinen die sich nicht so gut verkauft zu haben, wie man sich das gewünscht hätte. Was sehr, sehr schade ist, denn die Figuren sehen alle fantastisch aus. Ich habe sie, wie gesagt, fast alle. Ich habe eine Tracer, ich habe eine Pharah, ich habe eine Mercy. Was nicht alles noch. Ja? Und natürlich auch den großen, das war auch ein Riesenbrocken. Ja, der Reinhardt, super cool mit seinem großen Hammer. Schaut euch diese Wahnsinnsfigur an. Ja, das ist doch ein absoluter Brecher. Es gibt Reviews zu diesen Figuren zum Teil auf meinem Kanal. Müsst ihr mal schauen, solltet ihr eigentlich finden. Der Reinhardt sieht einfach mega geil aus. Schaut euch das an, wie cool diese Figuren sind. Ja, wie gesagt, ich hätte euch jetzt alle zeigen können, aber ich dachte mir, ein kleiner Auszug aus der Sammlung sollte hier an dieser Stelle reichen. Die Show wird ja sowieso schon wieder viel zu lang. Ja, und dementsprechend jetzt hier drei sehr, sehr coole Charaktere. Den Soldier, den Reinhardt und natürlich meinen Liebling, den Junkrat. Der ist einfach richtig toll. Also es ist eine wirklich schöne Figurenreihe. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr solche Figuren noch haben wollt, ob ihr die irgendwo noch findet. Ich denke, im Laden wird es die nicht mehr geben. Aber auf dem Drittmarkt dürfte es möglich sein. Und ich gehe auch davon aus, dass die nicht so wahnsinnig teuer sind. Da habt ihr mit Sicherheit euren Spaß dran. Also wirklich tolle Figuren. Ja, Overwatch ist vom Design ja sowieso etwas, was ich sehr, sehr gefeiert habe und auch immer noch feiere. Ich finde das toll, ich wünsche mir eine Zeichentrickserie, ganz ehrlich. Ganz, ganz tolle Figuren, die wirklich auch alles zu bieten haben. Viele Zubehörteile, gute Beweglichkeit, die Optik perfekt getroffen aus dem Spiel. Also was will man mehr, wenn man da Fan ist? Besser wird's nicht, ganz ehrlich. Und das ist wirklich ein Brocken. Gab's am Ende, glaube ich, für einen Zwanni. Also wirklich eine wahnsinnig tolle Figur. Solltet ihr haben. Holt sie euch. Schnappt sie euch alle. Ja. Ich weiß, ich bin froh, dass ich sie habe. Jetzt haben wir alles Mögliche gesehen. Star Wars, Forgotten Realms. Wir haben gesehen Transformers, Marvel-Figuren. Aber Hasbro macht ja noch andere Sachen. Und zwar nicht zu wenig. Und ein paar dieser Sachen habe ich auch schon mal bei mir auf dem YouTube-Kanal gezeigt. Zum Beispiel gibt es einiges von den Power Rangers, die Lightning Collection. Da gibt es eine ganze Menge cooler Figuren. Da kommen auch immer mal wieder neue Sachen. Es ist auch echt fantastisch, was die da raushauen. Einfach zu genial. Also Power Rangers. Dann natürlich My Little Pony. Seid ihr auch Bronies? Ich mag die Ponys total. Ich finde das witzig. Ich sammle sowas jetzt hier nicht. Aber ich gucke immer mal in die Zeichentrickserie rein und kann mich da sehr amüsieren drüber. My Little Pony. Ja, klar. Auch auf jeden Fall ein Franchise von Hasbro, das ist schon sehr, sehr cool. Was gibt's noch? G.I. Joe. Habe ich euch aber hier auch schon gezeigt. War ja vorhin schon drin in der Show. Brauche ich jetzt nicht erwähnen. Es gibt aber zu den kleinen Figuren auch noch große. Die sind auch ziemlich genial.
war bis jetzt noch nicht so verbreitet hier in Deutschland. Mal sehen, ob sich das jetzt langsam ändert. Ansonsten kennt man Hasbro natürlich schon seit ewig und drei Tagen von verschiedenen Brettspielen. Ganz, ganz klar. Theoretisch sollte hier auch immer mal eine Grafik eingeblendet sein jetzt zu den verschiedenen Sachen. Die machen so viel Zeug. Das ist echt der Hammer. Das macht einfach Spaß. Also egal, was ihr geil findet, ihr werdet bei Hasbro irgendetwas finden. Jo, was soll ich sagen? Ist einfach eine coole Firma mit absolut coolen Toys. Die hauen auch raus ohne Ende. Und kommen wir dann zum Abschluss. Was bringt die Zukunft? Ich habe jetzt natürlich hier keine Glaskugel, aber ich kann euch schon mal klar sagen, dass es natürlich weitergehen wird mit neuen Transformers. Keine Frage, es ist keine Überraschung, oder? Mit neuen G.I. Joe-Figuren, auch das dürfte euch nicht überraschen. Und es kommen ja auch wieder neue Marvel-Filme raus demnächst. Und natürlich wird es auch da wieder Marvel-Legends-Figuren zu geben. Die von Thor habe ich beispielsweise schon gezeigt. Love and Thunder ist ja jetzt schon am Start. Multiverse of Madness ist ja auch schon nicht mehr ganz so knackefrisch, aber auch da gab es natürlich Toys. Aber es kommt ja Black Panther 2, Guardians of the Galaxy Nummer 3, die Marvels kommen und nicht zu vergessen Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Das kommt alles noch und da wird es natürlich wieder tolle Waves geben von den Marvel Legends und natürlich auch weitere Waves, die sich dann im Prinzip um irgendwelche Comic-Geschichten handeln. Es muss ja nicht immer nur das MCU sein. Es gibt ja auch noch schöne Comics und da kommt mit Sicherheit einiges. Die Wave, die ich euch vorhin zum Beispiel gezeigt habe, die kommt erst im November raus. Die ist noch, das dauert noch. Ja, die kann man jetzt vorbestellen, aber im November wird die erst offiziell veröffentlicht. Kannst mal sehen, so schnell sind wir hier manchmal. Ja, Star Wars geht natürlich auch weiter. Klar, keine Frage, die Black Series, da wird einiges kommen. Die Vintage Collection wird einiges kommen. Wir haben es jetzt bei Obi-Wan schon gesehen. Da haben sie ohne Ende rausgehauen. Und dasselbe wird natürlich passieren mit Andor, mit der dritten Staffel von The Mandalorian. Da könnt ihr sicher sein. Es wird natürlich auch Sachen zur Ahsoka-Serie geben. Keine Frage, The Bad Batch kommt noch eine Staffel. Skeleton Crew und da sind die ganzen Filme, die alle geplant sind von Star Wars, ja noch gar nicht mal dabei. Außerdem wissen wir ja, dass es in der Black Series auch Gaming Greats gibt und mit Sicherheit auch alte Charaktere von damals. Star Wars ist ja ein riesen Universum mit so wahnsinnig vielen neuen Charakteren, die da kommen. Also die Zukunft ist rosig und es wird schöne neue Figuren von Hasbro geben. Ja, ich habe es vielleicht schon ein paar Mal gesagt in dieser Show, aber ich sage es noch einmal. Hasbro, vielen Dank fürs Bereitstellen dieser wunderbaren Figuren, die ich hier heute zeigen durfte, zu großen Teilen. Ja, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch. Das ist eine echt coole Sache. Ansonsten kennt ihr das Spielchen. Wenn ihr was haben wollt, Toy-Dealer des Vertrauens oder den Spielwarenhandel aufsuchen, da sollte es immer Möglichkeiten geben. Ja, und bei mir könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke nicht vergessen. Und ja, ich freue mich auf euch. War wieder eine Wahnsinns-Show. Ich hoffe, ihr seid immer noch am Start. Wer jetzt noch zuguckt, kann gerne mal kommentieren mit Hashtag ich bin noch da. Oder nee, macht Hashtag Hasbro. Wenn ihr jetzt Hashtag Hasbro kommentiert, dann könnt ihr zwar hier jetzt nichts gewinnen heute, aber ich weiß, ihr habt bis zum Schluss geguckt. Mal sehen, wie viele es tun werden. Alles klar. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Was ist denn los? Ach so, das Ende vom Video. Ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.